Zu unserem heutigen Thema auch noch eine Vorbemerkung. Wir wollen über wertegeleitete Außenpolitik reden. Und das ist erstmal ein Begriff aus Deutschland. Also, ja, was damit gemeint ist, Außenpolitik im Namen der Menschenrechte, das ist keine Erfindung von Deutschland. Das ist etwas, wo eigentlich alle westlichen Politiker der Überzeugung sind, dass ihre Außenpolitik diesem Wertekanon, nämlich den Menschenrechten, folgt und verpflichtet ist. Wir werden aber trotzdem heute im Vortrag, sofern wir Beispiele machen, wir werden versuchen, möglichst ohne Beispiele auszukommen, aber ab und zu ist es vielleicht nützlich, doch ein Beispiel zu machen, werden wir halt Beispiele, die wir kennen und die wahrscheinlich ihr auch kennt, nämlich eben von der deutschen Außenpolitik. Aber das wird auch nicht alles sehr en Detail sein. Was es zu Deutschland besonders zu sagen gilt, das haben wir uns für einen Nachtrag überlegt, ob wir zu dem heute kommen. Ja, schauen wir mal. Gut, fangen wir an. Ja, und noch eines, wir machen auf jeden Fall Diskussionspausen zwischendurch. Also wir machen nicht einen ganzen Vortrag, eine Stunde, und so lange müsst ihr euch gedulden. Erstens machen wir Diskussionspausen, und zweitens, wenn jemand was aus den Nägeln brennt und sagt, ihr erzählt den totalen Quatsch davon, dann meldet euch und mischt euch ein zwischendurch. Und mischt euch auch bitte ein, wenn irgendwas unverständlich ist und ihr das nochmal erklärt haben wollt, was der Redner eigentlich oder die Rednerin gerade von sich geben wollte. Bei ihrem Amtsantritt hat die Annalena Baerbock der Öffentlichkeit, also uns allen, mitgeteilt, dass von nun an die Außenpolitik wirklich wertegeleitet sein wird. Ja, sie hat dann auch noch das Stichwort feministische Außenpolitik geprägt, da werde ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber eins war mit dieser Ansage eigentlich klar. Endlich wertegeleitet. Das hat, die Frau hat es so gemeint, dass eben da die Öffentlichkeit ihr Lob zollen soll dafür. Ja, das sollte ein Kompliment sein an die Außenpolitik, wertegeleitet. Und da habe ich schon mal mein erstes Bedenken anzumelden, weil ich das einigermaßen seltsam finde, dass bei einem Lob die Hauptsache gar nicht vorkommt. Nämlich, worin denn die Außenpolitik besteht. Weil Außenpolitik, und die Baerbock ist ja da die Repräsentantin der Staatsmacht, ist allemal ein Verhältnis, was die deutsche Staatsmacht zu anderen Nationen, zu anderen Staaten einnimmt. Das kündigt sie an, dass sie das in Zukunft verwalten will, dass sie das machen will. Nur, was der Inhalt dessen ist, welche deutschen Anliegen sie in der Welt bei anderen Nationen vorwärts bringen will, welche Gegensätze sie damit aufrührt oder auch welche Gemeinsamkeiten sie bei anderen Staaten damit anspricht. All das kommt in diesem Lob nicht vor, wenn gesagt wird, all das wird jetzt unter dem Vorzeichen, wir passen dabei auf Werte auf. Und dass man eben bei dieser Außenpolitik, die sie dann macht, werden verpflichtet ist, das reicht schon. Mehr muss man gar nicht wissen, um zu sagen, toll. Dass
in diesem Lob, und nicht nur die Baerbock redet ja so daher, wertegeleitete Außenpolitik, sondern auch andere Außenpolitiker vor ihr haben so daher geredet, dass da die Anliegen der deutschen Staatsmacht ziemlich im Hintergrund treten und verschwinden. Das führt in der Öffentlichkeit zum doppelten kritischen Echo. Nämlich, da gibt es die einen, die sagen, ihr macht es ja gar nicht konsequent genug. Ihr führt immer nur die Werte im Mund, was ihr dann macht. Ja, das sind schnöden, am besten vielleicht wirtschaftlichen Interessenfolgen. Dann seid ihr doch national egoistisch und setzt euch doch nicht für die Werte ein. Das ist die eine Fraktion. Die andere Fraktion, die sagt, wo die einen sagen, viel zu wenig Werte, sagen die, oh Gott, viel zu viel Werte. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass sich deutsche Außenpolitiker für Werte einsetzen, anstatt für nationalen Egoismus, für die nationalen Interessen. Dem müsste doch die deutsche Außenpolitik verpflichtet sein und nicht, das ist nicht meine Meinung, sondern jetzt die Meinung der Kritiker, diesem Gerede von Menschenrechten, Werten und so weiter und so fort. Ich finde beide Kritiken verkehrt. Wieso? Beide Fraktionen gehen in unterschiedlicher Weise, aber gehen von einem Gegensatz zwischen nationalen Interessen und Wertegeleitheit oder Verpflichtung auf Werte aus. Ja, die einen fordern ja gerade ein, die nationalen Interessen haben drin, hinter zurückzustehen, notfalls auch geopfert werden, wenn es um Werte geht. Die anderen sagen, nein, auf gar keinen Fall dürfen Werte im Vordergrund sein, sondern da verspielt man ja die nationalen Interessen. Also beide gehen von einem Gegensatz von nationalen Anliegen und Werteverpflichtung aus. Wir möchten heute Abend die These aufstellen, und das wird ein bisschen dauern, das zu beweisen. Oder zumindest beweisen ist vielleicht wieder hochgegriffen, zu erläutern. Dass wertegeleitete Außenpolitik eine besondere Art und Weise ist, nationale Interessen gegen andere Staaten zu verfolgen. Unserer Ansicht nach ist die Berufung auf Werte ein Instrument der Außenpolitik. Ein Instrument dafür, Gegensätze gegen andere Staaten auszutragen. Das gleich vorweg. Deswegen ist es unserer Ansicht nach gar kein Verstoß gegen wertegeleitete Außenpolitik, wenn zum Beispiel, wenn gesagt wird, da verstoßen Länder, Nationen eben gegen Menschenrechte in Form der Todesstrafe. Wenn das im einen Fall beim Iran heißt, ja, da sanktionieren wir prangern das an, das geht gar nicht, das werden wir mit Sanktionen bestrafen. Und im anderen Fall bei Saudi-Arabien, vielleicht, wie die Baerbock das gesagt hat, sie hat die Todesstrafe angesprochen. Ja, aber praktisch dazu führt, dass die Beziehungen zu diesem Land ausgebaut werden. Also wie jetzt jüngst auf dieser Reise geschehen. Weil die Berufung darauf, dass man Sachwalter der hohen Werte ist als Außenpolitiker, die schließt allemal ein, dass man sich die Freiheit zumisst, zu definieren, wann überhaupt ein Verstoß gegen diese Werte
gegen die Menschenrechte vorliegt und dann auch noch die Freiheit zu definieren, was dann, wenn man einen Verstoß feststellt, politisch daraus folgt. Diese Freiheit schließt es ein und wie gesagt, wir wollen das noch erläutern, inwiefern und wieso. Luft ist ein bisschen trocken hier. Bevor wir näher erläutern, wie die Berufung auf Werte, auf die Menschenrechte als außenpolitisches Instrument fungiert, noch eine Überlegung oder ein paar Überlegungen vorweg. Nämlich, was der wertegeleiteten Außenpolitik ihren guten Ruf verschafft, ist, dass sie Opfer im Blick hat, Menschen im Blick hat, denen übel mitgespielt wird. Und naja, das stimmt ja auch. Ich habe die Todesstrafe schon angesprochen. Ja, da werden Leute umgebracht. Ja, wenn man dran denkt, so an das Sammelsurium, jetzt nur von der jüngsten Reise her, was da wieder alles aufgewühlt worden ist. Die Bauarbeiter in Katar, vielleicht erinnert ihr euch noch, ein großes Thema vom halben Jahr, wo diese WM war. Heutzutage kommt es vielleicht auch noch vor, aber unter ferner liefen. Frauen im Iran. Und Homosexuelle in Saudi-Arabien. Wie gesagt, wertegeleitete Außenpolitik sagt, wir haben diese Menschen im Blick, denen wird übel mitgespielt und das prangern wir an. Wie? Wie prangert die Außenpolitik oder beziehungsweise die Außenpolitiker an, dass diesen Leuten übel mitgespielt wird? Naja, sie werfen ausländischen Regierungen vor, dass sie die Rechte dieser Menschen nicht achten. Rechte, die den Leuten doch eigentlich zukommen. Und dass sie damit gegen eine Pflicht verstoßen, die Regierungen doch eigentlich haben. Wenn die ordentlich regieren täten in diesen Ländern, würden solche Verletzungen nicht vorkommen. Und da möchte ich zu bedenken geben, diese unmittelbare Gleichsetzung, die Opfer stehen für einen Verstoß der Regierung, ihre Pflicht gegenüber ihren Bürgern ordentlich zu erfüllen. Diese Gleichsetzung, die ist alles andere als selbstverständlich. Das möchte ich ein bisschen erläutern. Weil man muss mal überlegen, ginge es einem wirklich mal drum, um die Opfer? Ja klar, die sind jetzt Opfer geworden, aber dass halt vielleicht in Zukunft solche Opfer nicht mehr passieren. Was wären da fällig? Ja, da müsste man halt mal schauen, warum sie zu Opfern gemacht worden sind. Da müsste man mal schauen, was ist denn eigentlich der Grund, warum jemand, und wer ist es überhaupt, dieser jemand, der sie zu Opfern macht? Welche Interessen sind da vorherrschend, denen sie zum Opfer fallen? Dass die Regierung da was unterlässt, einer Pflicht nicht nachkommt, das kann unmöglich der Grund sein, dass sie selbst oder mächtige Leute im Land irgendwelchen Leuten übel mitspielt. Wie gesagt, das muss schon an Interessen liegen, die gegen sie, also gegen diese Leute, exekutiert werden.
auch wenn man denkt, Todesstrafe, ja, oder Demonstranten werden abgeräumt und verprügelt. Auch wo das der Fall ist, wo Leute unmittelbar Opfer von staatlicher Gewaltanwendung sind. Auch da gibt es spezielle politische Berechnungen und eben Zwecke. Und wenn man mal überlegt, so unbekannt sind die ja auch gar nicht. Ja, im Iran, wenn Demonstrationen niedergeknüppelt werden. Jetzt nur mal als Erinnerung. Wieso machen die das? Ja, weil auch die Mullahs, die Ordnung, die im Iran herrscht, sagen, das ist die erste Bedingung, daran haben sich die Leute zu halten. Und wer sich dagegen versündigt, dem zeigen wir, dass er sich dagegen nicht auflehnen kann. Und zweitens, gerade noch im Iran, ist sofort der Verdacht im Land, ihr wollt dieses Land destabilisieren, seid am Ende Agenten ausländischer Regierungen. Wie gesagt, das ist nicht mein Verdacht. Ich will nur erläutern. Und dann müsste man halt mal überlegen, ja, was ist denn da los? Ja, gut. Also unbekannt ist das alles nicht. Nur, auch das verschwindet total hinter dem Vorwurf. Hier liegen Menschenrechtsverstöße vor. Und wenn Politiker Menschenrechtsverstöße anklagen, ach Gott, dann kann sich jeder von uns dann seinen Teil dazu denken, warum das passiert, was da überhaupt genau passiert und so weiter und so fort. Jeder kann sich seins denken. Was aber von der Politik her als das Wichtige festgehalten wird, ist der Umstand, dass da eine Regierung sich nicht an den Kodex guten Regierens hält, woran sie sich doch zu halten hätte. Und für dieses Urteil stehen die Opfer. Sie und ihre Leiden sind Kronzeuge dafür, dass die Regierung falsch regiert. Dass da Leute durch eine Gewalt regiert werden, ist doch selbstverständlich. Was die Leute brauchen, ist eine Regierung, die die Staatsgewalt im Sinne der ausländischen Begutachter ordentlich verrichtet. Und auch hier wieder, weil da wird gern der wertegeleiteten Außenpolitik vorgeworfen, sie würde mit zweierlei Maß messen. Nein, weil die Opfer unmittelbar für dieses Urteil stehen. Die Regierung regiert schlecht, fällt durch, gemessen an dem, was sich für Regierungen gehört. Ist es überhaupt gar kein Widerspruch, dass einerseits nimmer Syrien von Außenpolitikern beklagt wird, wie menschenverachtend, wie grausam das Sadat-Regime, so heißt es dann, dann ist es keine Regierung mehr, sondern ein Regime, gegen Menschen und Familien vorgeht. Ja? Und gleichzeitig sich Europa genau gegenüber diesen Familien abschottet. Das Mittelmeer zum ziemlich unüberwindlichen Grab machen. Das ist gar kein Widerspruch. Also dass die auf der einen Seite, die als Opfer von den Politikern bedauert werden, auf der anderen Seite eben, wenn man so will, wiederum zum Opfer europäischer Grenzpolitik gemacht werden. Das ist
kein Widerspruch deswegen, weil die Opfer für einstehen, dass die Regierung den Vorwurf verdient, sie regiert nicht ordentlich. Um das nochmal zugespitzt zu sagen, auch gegen diesen guten Ruf wertegeleiteter Außenpolitik, bei der geht es nicht darum, Leuten zu helfen. Das ist nicht der Zweck, den übel mitgespielt wird. Sondern es geht darum, aus den ihren Schicksalen einen Vorwurf an eine ausländische Regierung zu stricken. Ich habe schon drüber geredet. Die Beurteilung halten sich ausländische Regierungen an die Menschenrechte. Die stellt sich ziemlich gleichgültig gegen alle politischen Kalkulationen der Regierung, die da gerade beurteilt wird. Was übrig bleibt, ist, dass diese Regierung gegen ihre eigenen Leute oder halt jetzt im Fall der Bauarbeiter in Katar, gegen Gastarbeiter würden sie wohl hier heißen, vorgehen. Gegen jeden Inhalt und Zweck, die sich so eine Gewalt über den Leuten vornimmt, wird festgehalten, wenn wenn Außenpolitiker sagen, ja, das sind ganz schlimme Menschenrechtsverstöße, die in diesem Land passieren. Da wird eins festgehalten, hier handelt es sich echt um Herrschaft. Herrschaft in dem Sinn, da wird ein Gegensatz von oben gegen die Unteren, gegen die Leute exekutiert. Und genau so sind dann die Vorwürfe an die verantwortlichen Macher gestrickt. Da wird dann geredet von Autokraten, von Gewaltherrschern, von Diktatoren. Und man weiß Bescheid. Man weiß woran man da ist bei diesen Ländern. Ja, was weiß man denn? Ja, dass sich bei diesen Ländern um Gewalt pur handelt. Wie gesagt, das ist die Folge davon, dass von allem Inhalt abstrahiert ist. Wo schaut man dann hin? Ja, diese Regierungen, die sind nicht ordentlich in dem Sinn, dass sie ordentlich mit ihren Leuten umgehen, sondern die gehen gegen sie vor. Und bei Autokraten, Gewaltherrschern und Diktatoren wird das zum Programm erklärt. Da wird das richtig zum, ja, muss man mal sagen, als ob das der Zweck wäre, Gewalt pur und sonst nichts auszuüben. Gewaltherrscher sagt es ja schon. Dieses Vorwurfswesen an ausländische Regierungen, und ich habe mich schon schwer getan, das nicht schon auszudrücken. Das hat unmittelbar eine Innenseite. Eine Innenseite, da meine ich, das bezieht sich auf die Verhältnisse, die hierzulande herrschen. Nämlich, da steckt ein Kompliment drin.
Ja, bei uns wird ordentlich regiert. Während dort Gewalt herrscht, wird bei uns ordentlich regiert. Was heißt es genau? Ja, hier ist die Regierung Menschenrechten verpflichtet. Und kann man ja sagen, stimmt ja auch. Steht ja im Grundgesetz. Das wird schon so sein. Nur dieses Lob der hiesigen Verhältnisse, das ist genauso unsachlich wie der Vorwurf an die, ich nenne es mal, dortigen Verhältnisse. Also es ist ja nicht ein Ort, aber ihr wisst schon, was ich meine. An die ausländischen Verhältnisse, die kritisiert werden. Mal ein Beispiel, was ich in der Zeitung gelesen habe über hierzulande. Alle 4 Tage stirbt ein Mensch auf dem Bau. Das ist die offizielle Statistik über Deutschland von 2022 über Unfälle im Bauwesen. So. Wofür spricht denn jetzt das? Hören da jetzt die Menschenrechte auf oder fangen sie gerade an? Man weiß es nicht. Wofür spricht es, dass alle 4 Tage ein Bauarbeiter stirbt? Warum es auch für Bauarbeiter hierzulande manchmal sehr ungemütlich, manchmal vielleicht im Vergleich zu anderen Verhältnissen wie Katar gemütlicher. Warum das so ist, kommt in dem Lob, hier geht es menschenrechtlich zu, überhaupt nicht vor. Was denn die Kalkulationen des Baugewerbes mit den Bauarbeitern sind, sodass am Ende vielleicht auch solche Unfälle gar nicht nur zufällig passieren. Wie die Bauarbeiter vielleicht auch selber kalkulieren. Und warum? Was der Staat, weil er eben diese Kalkulationen kennt, an Bauschutzvorschriften erlässt. Ja. Alles ist für gleichgültig erklärt, wenn man sagt, naja, aber hierzulande gelten die Menschenrechte. Das kann man generell ausdrücken. Hier gelten die Menschenrechte. Die Politik verpflichtet sich drauf. Ja, wobei denn? Bei welcher Sache denn? Welche Vorhaben exekutiert denn die Politik hierzulande, bei dem sie auf die Menschenrechten aufpasst? Findet da in unserer Republik nicht doch auch von der Politik her noch was anders statt, als sich an Menschenrechte zu halten? Da wird doch ein Wirtschaftsstandort betreut. Wofür denn? Was sind da die politischen Kriterien? Welchen Gesichtspunkten folgt das? Welchen Zwecken, welchen Interessen? Und rechnet da nicht noch jede Regierung damit, dass gerade in ihrem famosen Wirtschaftsstandort die ganz viele normale Menschen, die sogenannten kleinen Leute, das Leben und Mitmachen in diesem Wirtschaftsstandort so schlecht aushalten, dass die Politik sagt, da braucht es eine Riesenabteilung Sozialstaat, damit die Leute das überhaupt können. Damit sie als Alleinerziehende, als Familie, als Arbeitslose, als Aufstocker, ja, man kann hier die ganze Latte von, Rollen aufführen, um die sich gekümmert wird. Ja, wieso denn? Warum denn? Ja, beim Lob, hier geht's menschenrechtlich zu. Verschwindet das alles. Nicht, dass das verschwiegen wird, aber
Das ist erstmal für gleichgültig erklärt, weil Hauptsache menschenrechtlich. Dass es hierzulande menschenrechtlich zugeht, das kann man, was das für eine Riesenabstraktion ist über das, wie es hierzulande zugeht, dieses Lob, das kann man sich auch von den Leuten mal überlegen. Ja, da weiß jeder, hier sind die Leute frei und selbstbestimmt. Schon wieder im Gegensatz zu anderen Leuten, zu anderen Weltgegenden, wo sie unterdrückt werden. Ja, nur wobei sind sie denn frei und selbstbestimmt? Auch da die Frage, hat dieses selbstbestimmte Leben nicht einen Inhalt? Ja, zum Beispiel für die meisten Leute zwischen Montag früh und Freitagabend. Da weiß man doch, und das kennt jeder, dass man sich da das Leben im Takt der Anforderung seines Arbeitgebers einzurichten hat. Ja, weil ansonsten verdient man halt kein Geld, wenn man das nicht macht. Klar, man ist frei und selbstbestimmt dabei. Das heißt, man muss sich von niemandem was sagen lassen, außer vom Chef. Aber der zahlt einem ja auch das Geld. Und im Alltag, ja, da weiß man, da ist man sehr vielen Zwängen unterworfen, Notwendigkeiten. Ja, aber die sagt einem kein Diktator an, sondern das sind Notwendigkeiten, denen man entsprechen muss, um, ja, an was denn, um an Geld zu kommen, das man eben braucht. In dieser menschenrechtlichen Betrachtungsweise, frei und selbstbestimmt sind wir hier, die Politik so gern als Selbstlob in Umlauf bringt, erschlägt der Modus, in dem die Notwendigkeiten abgewickelt werden, also die Art und Weise, wie man schaut, dass man mit den Notwendigkeiten zurechtkommt. Nämlich, man ist es selber, der das machen muss. Das nimmt einem keiner ab, sondern man muss sich um alles selber kümmern. Dass man das selber tut, dass man selber dabei Entscheidungen fällt, das wird überhaupt zur Hauptsache gegenüber der Nebensache. Man hat es da mit lauter Notwendigkeiten zu tun, an denen man sich abstrampelt. Und was überhaupt deren Gehalt und Zweck ist, warum es die gibt, wofür die gut sind, diese Notwendigkeiten, was es mit denen auf sich hat. Ja, so werden in der menschenrechtlichen Betrachtungsweise die ganzen Notwendigkeiten der kapitalistischen Konkurrenz ums Geld zu einem Reich der Freiheit verklärt. Zu einem Reich der Freiheit, das einem die politische Gewalt hierzulande gewährt und garantiert. Mit meinen Ausführungen wollte ich in diesem Punkt deutlich machen, dass das nach zwei Seiten hin ein totales Zerrbild ist, was mit dieser wertegeleiteten oder menschenrechtlichen Betrachtungsweise, die die Außenpolitiker da vorgeben, und die ja, ach Gott, ja von den anderen Politikern geteilt wird, sogar im Grundgesetz steht, dass das ein Zerrbild über die Verhältnisse dort wie hier ist. Ein Zerrbild deswegen nicht, also wie gesagt, nicht, dass ihr mich nicht falsch versteht, nicht in dem Sinn, dass woanders nicht Opfer anfallen, dass es da Leuten übel mitgespielt wird. Nein, das stimmt schon. Das ist nicht das Zerrbild. Aber das Zerrbild ist, woran das liegt. Und das Zerrbild hier, nämlich woran das liegt, am falschen Regieren. Dass die Regierung halt ihrer Pflicht nicht nachkommt. Und das Zerrbild hierzulande, erstens, bei allen Problemen, die hier es gibt, können wir doch froh sein, dass wir in einem ordentlich regierten Land leben, weil da werden die Menschenrechte geachtet.
das ist auch ein Zerrbild, weil da total davon abstrahiert ist, von den Notwendigkeiten, die hierzulande den Leuten halt, ich sag's mal, das Leben schwer machen. Dieses Zerrbild über das eigene Land, das leistet was Doppeltes. Ich habe es auch schon wieder angedeutet. Während bei den inkriminierten ausländischen Regierungen festgehalten wird, ha, das sieht man mal, da wird ein Gegensatz zwischen oben und unten exekutiert. Das sieht man mal, da handelt es sich echt um Beherrschung. Ist es hierzulande so, und so soll man die Politik verstehen, da ist die politische Gewalt ein einziger Diener am Bürger. Da handelt es sich deswegen auch nicht streng genommen bei der politischen Gewalt, wo allemal über Leute kommandiert wird, um Herrschaft, sondern da handelt es sich darum, dass die politische Gewalt den Leuten bei dem, was sie macht, also die Gewalt macht, den Leuten entspricht, den Bürgern entspricht. Und zwar, das sagt ja schon das Wort menschenrechtlich, ganz elementar in ihrem Dasein als Menschen. Die zweite Leistung, also das ist eben diese Verwandlung von einer politischen Gewalt in einem Dienst an die Menschen. Das war die erste Leistung. Die zweite Leistung ist, mit diesem prinzipiellen Entsprechungsverhältnis wird der Mensch als einer gedacht, ja, der ganz grundsätzlich darauf angewiesen ist, dass es eine politische Gewalt über ihn gibt. Weil nur die kann für seine Menschenrechte sorgen. Nur die kann gewähren, dass er zu dem kommt, was er braucht, nämlich die Menschenrechte, dass die eingehalten werden. Ja. Ich hätte eine kurze Frage. Also wenn man zum Beispiel die allgemeine Erklärung der Menschenrechte oder allgemein verschiedene Menschenrechtserklärungen, die ja eher besagen, dass der Mensch allein durch das Menschsein seine Rechte hat, die Frage ist ja, wie ich die dann durchsetze. Und da habe ich natürlich die Frage, als einzelner Mensch habe ich Probleme gegen eine größere Gruppe, meine Rechte durchzusetzen. Deswegen bin ich manchmal auch angewiesen auf höhere Instanzen, um mein Recht durchzusetzen. Also das verstehe ich. Also wodurch hat man in Ihrer Vorstellung nach die Menschenrechte inne? Was, so wie ich das verstanden habe, war das ja, gibt die höhere Instanz mir die Menschenrechte und ich muss dann auf gut Dünken hoffen, dass die höhere Instanz mir die einräumt. Oder habe ich das falsch verstanden? Hoffen wollte ich eigentlich nicht sagen. Ja, weil... Wolltest du was sagen? Nein. Hoffen wollte ich eigentlich nicht sagen, aber im Prinzip hast du mich schon richtig verstanden. Ja? Ich möchte mal zu bedenken geben. Du redest vom Recht. Was ist denn das Recht? Ein soziales Konstrukt? Ja, da merkt man schon, ein soziales Konstrukt. Ja, jetzt merkt man schon, aha. Jetzt hast du noch vorhin im ersten Abendzug gesagt, na klar, das hat doch der Mensch. Das war so, wie du eingestiegen bist. Der Mensch hat das doch. Jetzt sagst du schon, das ist ein Konstrukt. Das ist schon immer einfach etwas, was der Mensch hat, wie zwei Arme oder Gott, es war jetzt schon wieder, manche haben ja keine zwei Arme. Ihr wisst schon, was ich meine, ja. Da merkt man schon, ja. Mit sozialem Konstrukt redet man schon drüber, da gibt es Vorstellungen. Ja, Konstrukt, da konstruiert jemand etwas. Und mit sozial denkst du jetzt an die Gesellschaft. Jetzt muss man nur mal überlegen, nur Recht in dem Sinn, das ist nicht mal etwas, was die Gesellschaft macht, sondern Recht ist eigentlich, was eine Gewalt setzt, wo eine Gewalt sagt,
Das ist etwas, woran sich andere zu halten haben und sich mit ihrer Gewalt dahinter stellt. Das ist Recht. Diese Gewalt setzt sich zusammen. Was ist denn diese Gewalt? Das ist jetzt wieder eine andere Frage. Aber musst du ja erstmal prüfen, ob du den Gedanken nachvollziehen kannst. Du gehst jetzt zum Nächsten. Wodurch konstituiert sich diese Gewalt und so weiter und so fort. Ja? Aber erstmal wollte ich klarstellen, der Gedanke von sowas wie der Mensch hat doch ein Recht. Wie gesagt, selbst du hast ja gesagt, naja, mit haben, Konstrukt. Ja? Das ist etwas, was die Gesellschaft ihm zuschreibt. Also wenn man mal soziales Konstrukt, Fremdworte übersetzt ins Deutsche, heißt es ja nichts anderes. Das ist eine Zuschreibung, die die Gesellschaft macht. Und da wollte ich noch sagen, ja, nicht nur eine Zuschreibung, die die Gesellschaft macht, also eine Vorstellung, eine Idee, sondern ein handfestes Verhältnis, wo sich eine Gewalt, wie auch immer die beschaffen ist, dahinter stellt und sagt, das ist etwas, was andere gefälligst zu beachten haben, sich dem unterzuordnen haben. Das steht über ihnen, deswegen ist es ein Recht. Ja? Insofern ist Recht ein Gewaltverhältnis. Und das quasi als Eigenschaft des Menschen auszudrücken, meine ich, das ist genau dieser Gedanke, den, also sachlichen, finde ich, ein Humbug, ein Gewaltverhältnis als Eigenschaft des Menschen. Was die Wahrheit davon ist, oder ist eben, dass der Mensch als einer konstruiert wird, sich gedacht wird, der ein elementares Bedürfnis nach einer Gewalt über sich hat, die ihm seine Rechte wahrt. Gut, also das war das, was ich sagen wollte. Wie würden Sie trotzdem die Gewalt definieren, weil genau darauf kommt es so an? Das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden. Wie würden Sie diese Gewalt definieren, weil genau darauf kommt es doch an? Das würde mich jetzt in dem ganzen Zusammenhang trotzdem mal interessieren. Wie ich die Gewalt definiere? Ja, wie Sie diese Gewalt, von der das Recht ausgeht, wie Sie das definieren. Was ist in dem Zusammenhang die Gewalt? In welchem Zusammenhang? Weil wir sind jetzt... In dem Zusammenhang von Recht, den Sie gerade erläutert haben. Ja, in dem Fall würde ich sagen, das ist leicht. Wie definiere ich es? Ich definiere es sowieso nicht. Das definiert die Macht, die das Recht setzt. Und das ist bei uns die staatliche Gewalt mit der Regierungsgewalt. Die setzt das Recht. Ja, die ist aber von uns gewählt. Also setzen wir uns quasi das Recht selbst. Nichtsdestotrotz, die setzt das Recht. Und wenn ich das jetzt nochmal in Relation setze zu dem Vorredner und der Vorfrage mit der Sache mit, aber es gibt doch ein Menschenrecht, das die Menschen schützt und es die brauchen, ja, und das gesehen wird doch als so eine Art von höherem Recht, dem sich das ganze Recht, was der Staat setzt, auch gemäß machen muss und unterwerfen soll, um seine Bürger zu schützen. Daran fällt mir schon eines auf, dass die Idee von dem höheren Recht mal die Frage aufwirft, wer soll denn das eigentlich setzen und exekutieren? Es gibt doch in dieser Welt keine höhere Gewalt als die Staaten, die das Recht setzen. Und dass die sich gerne darauf berufen, dass sie mit dem allen, was sie an Gesetzmäßigkeiten bestimmen im Parlament durch die gewählten Vertreter, dem Guten entsprechen und dem Legitimen, ja, das machen sie natürlich gerne. Aber dass man sagen kann, und da gibt es doch was anderes, an was die sich halten, das möchte ich bezweifeln. Du, ja, nee. Was soll ich denn machen? Ja, was dann Ihre Alternative, wenn Sie jetzt sagen, dass Gewalt oder Staatsgewalt oder die höhere Gewalt oder wie auch immer, wann das jetzt dann semantisch formulieren will, wenn wir uns das jetzt wegdenken, was ist dann Ihre Alternative, wie setzt sich dann das Recht durch? Weil gerechtes Handeln definiert sich ja eher dadurch, dass ich nicht so handle, dass ich jemand anderen in seinen Freiheiten einschränke. Aber was hält denn dann jemand da draußen auf der Straße auf, irgendjemand anderen in seinen Freiheiten einzuschränken?
Es ist ja eigentlich die Staatsgewalt, wenn man jetzt so will. Ich habe den letzten Satz nicht verstanden, der war zu leise. Was hält denn irgendjemanden, völlig egal wen, davon ab, jemand anderen in seine Freiheit einzuschränken? Das ist ja gerade die Staatsgewalt. Wie setze ich denn Recht durch, wenn ich jetzt die höhere Macht oder die Gesellschaft, die das Recht setzt oder wer auch immer jetzt für die Rechtsordnung, in der wir leben, verantwortlich ist, wenn ich die jetzt ablehne oder wenn ich jetzt sage, die kann es nicht rechtmäßig setzen, wer setzt denn dann Recht durch? Die Frage nach der Alternative, die kommt viel zu schnell. Aus folgendem Grund. Weil erstens zu deinen Überlegungen muss man erstmal sagen, wer hält denn einen davon ab oder jemanden davon ab, über einen anderen herzufallen? Wenn das wirklich der Maßstab dafür ist, dass es eine Gewalt braucht und dass die ihr Existenzrecht hat, dann musst du mal sagen, dass der deutsche Staat am besten abgeschafft gehört. Weil, das ist jetzt eine Polemik, vom Argument her, weil wir hätten, das ist doch so, es gibt doch dauernd, dass Leute über andere Leute herfallen. Da müsste man mal sagen, das ist doch wohl das größte Versagen, das man kennt, wenn denn das wirklich so wäre. Also deine Frage, die tut so, als würde hierzulande keiner über den anderen herfallen. Das stimmt doch überhaupt nicht. Wie gesagt, die Statistiken sind doch voll davon. Das Zweite, was ich dazu sagen möchte, also wie gesagt, wenn das im Ernst das wäre, warum es diesen Staat hier gibt, dann ist er wirklich ein Loser, würde der Trump sagen. Das Zweite, was ich anmerken möchte, ist, du führst jetzt eigentlich genau das vor, was ich vorhin kritisiert haben möchte. Nämlich eine ziemlich abstrakte Betrachtungsweise. Weil jetzt möchte ich dich mal fragen, wieso fällt denn einer über den anderen her? Wieso ist denn das überhaupt so? Warum gibt es denn das hierzulande so massenhaft? Was sind denn dafür die Gründe? Ja gut, das können ja ganz viele Gründe sein. Das können sein soziale Verwerfungen, das können sein, was weiß ich, das kann so grundlegend gesagt sein wie persönliche Animosität. Also das steht ja völlig außer Frage, dass es da eine Mannigfaltigkeit an grundsätzlichen Handlungsmotiven gibt. Ich würde aber schon sagen, dass es ein bisschen Quatsch ist zu sagen, nur weil es in der Realität passiert, Straftaten, Tötungen, was auch immer, brauchen wir keinen Staat oder das kann kein Grund sein, dass wir keine Staatsgewalt oder keine Gewalt an sich brauchen, weil gerade das ist ja eigentlich ein Zeichen, dass es passiert, aber nicht in einer Häufung, dass es ein geordnetes soziales Zusammenleben tiefgreifend unmöglich macht. Das ist ja eigentlich gerade das Argument dafür, dass der Staat funktioniert. Weil nur durch das Versprechen, dass der Staat für Sicherheit sorgt, können wir überhaupt in der Gesellschaft so leben. Also ich finde es ein bisschen Quatsch zu sagen, ja gut, was weiß ich, drüben am Bahnhof, da gibt es, keine Ahnung, Taschendiebstahl oder da gibt es Schlägereien oder Körperverletzungen und deswegen funktioniert der Staat nicht. Du willst was sagen. Na, ich meine, es ist schon erstmal so, wie du das vorstellst. Ich sage jetzt einfach du, ja. Die Sache, ich frage mich ein bisschen, warum jetzt eigentlich? Du nimmst es als, hier gibt es eine Kriminalstatistik, mit sonstigen Fällen nimmst du dafür und alle anderen verhindert der Staat.
Also, du entnimmst dem, dass hier alle möglichen Verbrechen von Eigentumsdelikten bis zu tätlichen Angriffen passieren, als der Staat ist eine Verhinderungsinstitution von noch mehr. Und da finde ich eigentlich als erstes mal nur, was mir daran auffällt, das Erste müsste man sich doch, oder was man sich vielleicht fragen sollte, was ist denn überhaupt die Grundlage von den Delikten, die es gibt? Ob das nicht am Ende was mit dem Staat zu tun hat, die ganzen Eigentumsdelikte, dass es hier in der Gesellschaft riesige Unterschiede gibt von Arm und Reich und dass es viele Leute gibt, die sich nicht zurückhalten können, weil sie sehen, es gibt alles, was sie auch haben möchten, was sie sich aber nicht leisten können und sich es dann nehmen. Bis dahin, dass das dann zu Überfällen und sonst was gibt. Zu den ganzen Sachen mit tätlichen Übergriffen, wo du sagst, persönliche Animositäten, ja, ist doch nicht einfach in dem Sinn so zu nehmen, es liegt im Menschen, dass der immer am anderen was nicht ausstehen kann und dann gleich zuschlägt. Wenn das so billig wäre, wäre der Staat sowieso keine Schutzinstitution dafür, weil der ist ja auch, besteht ja auch aus lauter Menschen, die irgendwelche Funktionen haben. Wenn das bloß Animositäten wären, vor der die schützen wollten, da ist ja immer noch die Frage, warum die eigentlich dann nicht alle andauernd über sich herfallen. Gut, das mal von mir, meine ich, begründet, warum ich das für kein gutes Argument halte. Wenn ich mir dann anschaue, was an Tätigkeiten in Familien passieren, wo man dann gleich hört, alleinerziehende Mutter mit dem dritten Lebenspartner in prekären Verhältnissen mit wenig Einkommen, keine Kinderbetreuung, einem Freund, der Dreischicht arbeitet, nach Haus kommt und es nicht so vorfindet, dass er sich mal entspannen und erholen kann und dann ist wieder eine Ohrfeige fällig für die Frau, die es nicht gemacht hat. Da muss ich sagen, da sehe ich einen großen Zusammenhang mit den sozialen Verhältnissen in dem Land. Also gut, das war mein Argument dafür zu sagen, ich würde erstmal dafür werben, anzugucken, woran die Sachen liegen, die man feststellen kann. Kannst du was Schönes dazu sagen? Ja. Ich bin sehr froh, dass Sie jetzt genau das Beispiel gebracht haben. Ist da jetzt auch der Staatsanschuldigung? Also ist jetzt an einem Menschen oder einem Mann oder wie auch immer, der sich nicht im Griff hat, ist da auch der Staatsanschuldigung? Ist es nicht vielleicht eher was Persönliches, was Individuelles, wo vielleicht irgendwie ein bildendes Wertkonzept eher ausschlaggebend ist als jetzt die staatliche Gewalt oder die Sozialstruktur. Also das ist jetzt mal das eine, wo ich sage, das finde ich ein bisschen schwach, und das andere ist, ich glaube, wir reden dahingehend ein bisschen aneinander vorbei, dass ich ja gar nicht bestreite, dass es Straftaten gibt, dass es tätliche Angriffe gibt. Bestreite ich auch gar nicht. Also gibt es massig. Im Gegensatz zu euch sage ich aber, es gibt gerade, weil wir einen Staat haben, der sich auch durchsetzt, nicht noch mehr. Das ist vielleicht so ein bisschen das Argument, was hier zueinander kommt. Erst hier und dann hier. Mhm. Ja, also du hast ja vorhin schon gesagt, Staatsgewalt. Das Wort Staatsgewalt impliziert ja schon, dass der Staat Gewalt ausübt. Was der Staat nicht macht, ist, dass er die Gewalt moderiert, dass er Gewalt seine Unterteilen moderiert. Das will er ja auch gar nicht. Er will das nicht moderieren, dass ich sage, die haben sich in die Köpfe ein, sondern der Staat sagt, Gewalt übe nur ich aus. Und das tut er ja auch. Ausreichend. Ja, aber was ist denn die Alternative? Nein, Moment aber. Du sagst doch, der Staat verhindert, dass Gewalt ausgeübt wird. Aber es macht er weder nach innen noch nach außen. Der Staat lässt die Gewalt innerhalb ja zu. Ja, wenn die Polizei was weiß, irgendwelche Leute auseinanderprügelt, ist ja auch Gewalt. Das ist jetzt auch eine irgendwie moderierte Diskussion. Ja. Sondern ist da natürlich das Gewalt. Und natürlich wird er auch die Gewalt nach außen auch ausüben. Nee, aber stopp. Dafür, doch, natürlich, macht er doch. Die ganze Zeit. Ja, übt die Polizei Gewalt aus. Aber ich meine, es gibt ja sowas. Und der Staat übt auch Gewalt nach außen aus. Macht er ja auch. Ja, das sieht man ja aktuell. Ihr müsst bitte, wenn ihr miteinander redet, untereinander so reden, dass die anderen das auch verstehen, genau, über was ihr euch austauscht. Ja. Nee, ich sag halt, also dass der Sinn der Staatsgewalt ist ja nicht, dass er irgendwas moderiert, innen drin, sondern dass er sagt, die Staatsgewalt, das bin ich. Ja. Und diese Gewalt übe ich nach innen aus, über die Polizei, über die Exekutive übe ich die ja aus, macht er hinreichend. Und er übt sie ja auch nach außen aus, wenn man jetzt wieder sieht. Der Staat ist nichts irgendwie so in einem Hobbschen Sinn, dass ich irgendwas moderiere, irgendein Leviathan, der irgendwas moderiert, sondern der übt die Gewalt schon aus. Und das will er ja auch. Ja. Und er will dieses Monopol behalten.
Nur das bestreitet er doch gar nicht. Er sagt doch, er weiß einen guten Sinn dafür, dass der Staat Gewalt ausübt, weil es braucht quasi gegenüber den ganzen Gewalttätern in der Gesellschaft, braucht es den Gewaltmacho oben drüber, der alle drunter beeindruckt und in die Schranken weist. Also ich habe es jetzt ein bisschen, das Bild ein bisschen überzeichnet, um klarzumachen, das sagt er, das ist doch gerade gut, dass der Staat Gewalt ausübt. Weil damit schreckt er ab. Also so verstehe ich dich. Ja, die Argumentation von der Hilfe, die läuft ja, basiert ja eigentlich nur auf diesem Argument, dass der Mensch das Menschenvolk ist. Und diese Grundannahme, die kann oder könnte man doch jetzt auch mal hinterfragen und mal überlegen, stimmt das? Ist es so, dass man nur immer auf seine eigene Vorstellung hinaus ist? Hält einen nur irgendeine höhere, obere Gewalt davon ab, jetzt auf den Nächsten jetzt herzufallen? Und das ist doch meine eine Grundfrage, die man sich stellen kann, und ich mit Nein beantworten würde. Dass ich niemanden angreife, liegt jetzt nicht daran, weil ich irgendwelche Konsequenzen davon befürchte, sondern weil man ja auch da der selbst überzeugt sein kann, da ein solidarisches Miteinander zu haben. Und deswegen ist diese Argumentation, die da gebracht wird, auch im Kern antikommunistisch eigentlich. Weil, ja, das muss ich nicht weiter elaborieren. Also, ich hätte eine andere Frage dazu. Woher willst du denn eigentlich wissen, wie wir uns verhalten würden, wenn es diesen Staatinstanz nicht geben würde? Wir sind alle sozialisiert und aufgewachsen in einem System mit einem Staat oben drüber. Das heißt, die Frage, ist der Mensch inhärent schlecht oder nicht? Und es ist dieses Netto-Hobbs-Zitat, das sehr oft falsch verstanden wird. Keine Sorge. Die Frage kann man nicht beantworten, weil wir die Alternative einfach nicht kennen. Das hat mir auf der Zunge gelegt, dein Argument, das finde ich genau auch korrekt zu ihm, der sagt, wenn der Staat nicht Gewalt verhindern täte, gäbe es viel mehr. Da meine ich, trifft genau dein Argument zu, die du sagst, das du jetzt sagst, nämlich, woher weißt du das? So wie ich ihn anders verstehe, mal das so, du stellst dir selber wirklich ein schlimmes Zeugnis aus. Nämlich ein total im Übrigen widersprüchliches Zeugnis. Nämlich, dass du am liebsten jetzt über Leute herfallen möchtest. Aber Gott sei Dank gibt es eine Staatsgewalt über dir, die dich daran hindert, anderen an die Gurgel zu gehen. Du musst dir mal überlegen, was das für ein Widerspruch ist. Weil wenn du wirklich anderen an die Gurgel gehen willst, da frage ich mich, warum sollen ausgerechnet da die Drohung, ey, wenn wir dich erwischen, dann kommst du in den Knast. Warum sollen da ausgerechnet das von dich abhalten? So vernünftig bist du dann schon, um dann von deinen Gewaltfantasien Abstand zu nehmen. Wieso denn eigentlich? Also mir leuchtet das ganze Konstrukt nicht ein, was du selber über dich zeichnest. Ja, aber dadurch, dass wir in einem System aufgewachsen sind mit der Staatsgewalt, können wir auch nur in diesem System argumentieren. Das heißt, die Annahme zu sagen, okay, wir leben in einem Staat mit einer Staatsgewalt und kann man nur auf dieser Basis argumentieren. Das heißt, klar ist meine Begründung irgendwo richtig, dass ich sage, okay, woher weißt du, wie es wäre, wenn wir diese Staatsgewalt nicht hätten? Aber die Realität spiegelt es nicht wider. Das heißt, die Debatte muss und wird automatisch zwangsläufig in einem Kontext geführt, wo wir alle sozialisiert wurden, in einem Staat mit Staatsgewalt. Also es ist schon ein valides Argument und ich finde es eher, um ehrlich zu sein, ein bisschen sich leicht rausgeredet und auch ein wenig töricht, um ehrlich zu sein, wenn man das nicht annimmt und nicht beachtet in seiner Argumentation und einfach sagt, okay, gut, du weißt ja nicht, wie die Alternative aussehen würde, wenn wir diese Staatsgewalt nicht hätten. Ja, das stimmt, das weiß keiner von uns und auf der Basis können wir auch nicht argumentieren.
weil wir alle aufgewachsen sind mit einer Staatsgewalt. Wir kennen nur dieses System, also können wir auch nur in diesem System argumentieren. Trotzdem gibt es Untersuchungen, wenn bei Katastrophensituationen die Staatsgewalt nicht mehr funktioniert, dass dann eben nicht die Menschen übereinander herfallen, sondern dass die Kooperationsfähigkeit zumindest genauso groß ist. Und es gibt in der Evolutionsbiologie genauso den Ansatz, auf der einen Seite der Kampf ums Dasein, aber auf der anderen Seite könnt ihr die genauso aufbauen auf die Kooperation miteinander. Also dieser Homo homini lupus da ist deutlich zu hinterfragen. Aber vielleicht könnt ihr das doch noch ein bisschen auf diese wertegeleitete Situation hinleiten. Gewaltdiskussion ist sicherlich sehr wichtig, aber da gibt es sicherlich auch noch Fragen, was diese wertegeleitete Außenpolitik anrichtet, letztlich. Es war aber dann noch eine Wortmeldung da hinten, der soll schon. Ich hatte nur mal eine Verständnisfrage. Also es ist natürlich jetzt ein bisschen polemisch formuliert, aber wenn wir quasi in einer Welt leben würden, in der es keine Staaten, keine Staatsgewalt gäbe, dann wären alle Menschen durch und durch gut. Wir würden uns gut verstehen und solche bösen Taten, es gäbe keine Kriminalität. Oder ist das, also, weil irgendwie, bisher klang es immer so an so durchweg oder sehr vielen, was schlecht läuft, ist der Staat durch seine Funktionsweise, durch seine ausübenden Art und Weise schuld. Und wenn der Staat sich ändern oder nicht mehr existieren würde, ja, dann wären wir quasi an einem besseren Ort. Eigentlich war das eine Argumentation, die uns untergeschoben worden ist. Weil eigentlich war die Argumentation, die Werner und ich eigentlich lancieren wollte, es leuchtet mir der Sinn nicht ein, zu sagen, was der Staat nicht tut und damit verhindert, indem er es nicht tut. Also wenn es ihn nicht gäbe, was wäre dann? Sondern die Sache, schauen wir uns an, was der Staat macht, was der vorhat, was er für eine Sozialpolitik treibt, was er für eine Wirtschaftspolitik macht. Da kann man daran festmachen, was das für Resultate hat. Da kann man auch was über den Inhalt sagen. Aber das ist was anderes als die Behauptung zu sagen, ja, und wenn es nicht gäbe, dann wäre alles folgendermaßen. Die Frage interessiert mich ja gar nicht. Aber ist es nicht ein bisschen, ich meine, ich kann sagen, es laufen Sachen nicht gut, aber ich kann trotzdem sagen, ja, es gibt leider gibt es auch Sachen, also ich kann aber was kritisieren und sagen, es gibt immer noch Raum für Verbesserung. Oder ich kann auch sagen, es läuft hier ganz in Ordnung, aber es gibt immer noch Platz für Verbesserung. Also ich kann noch auch Sachen für gut befinden und sagen, nee, Utopia haben wir noch nicht erreicht, aber es geht uns jetzt nicht schlecht oder vergleichsweise gut. Es ist trotzdem jetzt nicht, dass wir uns ausruhen können und sagen, ja, uns geht es ja relativ besser, also passt das. Nee, das ist, finde ich jetzt ein falscher Anspruch, aber immer nur zu sagen, ja, also irgendwie, wir haben nicht diese 100% erreicht, deswegen müssen wir jetzt alles wegmachen, weil ja, nur 100% und Utopia, das ist das Wahre, und das ist, so muss es auch sein, es ist nicht wert, ist ja auch ein bisschen die Realität. Ja, also ich dachte, so 100% erreiche ich doch nicht. Also eigentlich meine ich, dass ich keine philosophische Debatte der Frage führen wollte, ist das Glas halb voll oder Glas halb leer oder kann man was verbessern, sondern das ist ganz konkret um die Frage gegangen ist, was ist wertegeleitete Außenpolitik? Und wir über diese Frage drauf gekommen sind, dass unser Staat mit der wertegeleiteten Außenpolitik einen Vorwurf an andere Staaten macht, der eine ziemliche Leerstelle nach der Seite hat, was dort unterwegs ist an Zwecken, der den Vorwurf macht, dort sind Menschenrechte nicht unterwegs und der dem gegenüberstellt den deutschen Staat als das gute Gegenbild dazu, weil dort Menschenrechte beachtet werden und auch bei dem ganzen Lob, das wertegeleitet passiert, eine Leerstelle bleibt, was eigentlich der Inhalt ist. Also das sollte ja an den Bauarbeitern mal klar gemacht werden, dass da überhaupt nichts rauskommt, für was eigentlich das sprechen soll.
Das kann man in der Zeitung lesen und die Frage ist, was hat es jetzt eigentlich damit zu tun, dass dieser Staat das Selbstlob hat, voll im Namen der Menschenrechte unterwegs? Woanders sprechen tote Bauarbeiter für eine totale Missachtung. Und hier? Also das war mal ein bisschen ein Kitzeln an diesem Selbstlob. Also ich darf, weil es sicherlich Gebiete gibt, die auch bei Menschenrechten Verbesserungswürdig sind oder nicht gut laufen, darf ich trotzdem andere Länder, also wenn es bei mir irgendwas schlecht läuft, darf ich andere Leute nicht, die sind andere Länder. Also wenn ich auch in meinem, also wenn in Deutschland nicht alles gut läuft, darf ein anderes Land nicht visiert werden, weil es dann sofort eine Doppelmoral und eine Überheblichkeit wäre. Das wolltest du jetzt aber nicht als, was du jetzt verstanden hast, oder? Vom Vortrag? Das ist eine Frage. Das ist nicht, was ich verstanden habe. Das ist eine Frage. Wenn der, kritisier doch andere Länder, wenn du willst. Warum willst du jetzt da überhaupt nach einer Erlaubnis fragen? Das ist halt die Frage, ob die Kritik hinhaut. Und da musst du dir halt, also meines Erachtens, besteht halt eine Kritik darin, sich mal klar zu machen, für welche Interessen und Zwecke Leute zu Opfern gemacht werden. Aber das muss man dann auch bitteschön leisten. Und ob man das dann darf, das haben doch eh nicht wir zu entscheiden. Das machen ganz andere, diese Frage wälzen ganz andere Instanzen. Also was mir jetzt noch ein bisschen fehlt, wenn wir über wertegeleitete Außenpolitik heute Abend sprechen wollen, müssen wir erstmal konstatieren, was sind denn die Werte? Bis jetzt haben wir ja eigentlich nur Menschenrechte. Dann sage ich, gut, an zentralen Rechtsstaatlichkeit und sonst muss noch mehr dahinter sein. Wenn ich sage, wertegeleitete Außenpolitik, da reicht es doch nicht zu sagen, UN Menschenrechte, also der Bürger Menschenrechtscharta voraussetzt. Rechtsstaatlichkeit muss doch mehr dahinter sein. Wieso? Ich verstehe gar nicht, warum jetzt da mehr dahinter. Wenn man sagt, wer die Leute ausgedrückt, muss man erst mal sagen, auf welche Werte beruft sich diese Ausgedrückung überhaupt? Nur auf Menschenrechte, nur auf Rechtsstaatlichkeit ist das alles? Ich verstehe noch nicht genau dieses Nur. Also, das verstehe ich nicht. Also die Außenpolitik bezieht sich ja nicht nur auf Menschenrechte und auf Rechtsstaatlichkeit. Das ist so mehr. Vielleicht. Wenn ihr nochmal darstellt, dass diese Berufung auf die Menschenrechte, es wird ja nur ein Teil dieser Menschenrechte in der ganzen Charta herausgenommen. Ganz bestimmte Menschenrechte, wie die Pressefreiheit und so weiter und diese Dinge. Und die anderen Menschenrechte, die auch auftauchen, die mehr diesen Umweltaspekt haben, dass es ein Recht auf Wohnen gibt, zum Beispiel, das wird ja nicht in dem Maße geltend gemacht. Drücke ich mich verständlich aus. Dass man da auch aus dieser Charta einen Teil instrumentalisiert und den anderen Teil, den könnten wir auch mal auf uns anwenden. Und da wird aber dann eben nicht drauf geachtet. Ja, ich wäre auch ganz bei dem Herrn in dem blau karierten Hemd. Für mich wäre es unglaublich hilfreich, wenn wir für die Debatte und auch zum Verständnis, wenn wir einfach mal ganz genau sagen können, was sind denn diese Werte von der wertegeleiteten Außenpolitik, auf die Sie sich hier die ganze Zeit berufen, oder wie würden Sie das definieren, wertegeleitete Außenpolitik? Welche Werte sind damit inbegriffen? Ich glaube, da bist du bei mir an der falschen Adresse. Ich glaube, die Adresse heißt Frau Baerbock. Außenministerin von Beruf. Ich hätte auch eine Frage, und zwar, dass die quasi Menschenrechte, wenn man diese wertegeleitete Außenpolitik an den Menschenrechten festmachen will, das meiner Ansicht nach völlig ausreichend ist, weil das ist ja schon ein sehr langer Katalog, dann ist ja damit völlig inbegriffen, dass diese Menschenrechte Teil quasi des staatlichen Gewaltmonopols sind, beziehungsweise dass sie durch Gewalt irgendwie durchgesetzt werden müssen. Das würde ich jetzt an sich erstmal gar nicht anzweifeln.
Aber es ist ja schon so, dass diese Menschenrechte in verschiedenen Ländern völlig unterschiedlich quasi gewahrt werden, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Und da wäre jetzt meine Frage quasi, wie Sie sich das erklären, also woher das kommt, dass es jetzt Länder gibt, in Deutschland zum Beispiel, kann man jetzt schon mit gutem Gewissen sagen, dass die Menschenrechte mehr gewahrt werden, als jetzt zum Beispiel im Iran, was von Ihnen angeführt wurde. Und wie erklären Sie sich diese Diskrepanz? Wenn der Staat quasi, es gibt ja in beiden Ländern gibt es einen Staat und in beiden übt er ja Gewalt aus, wieso wahrt der eine die Menschenrechte besser als der andere? Was unterscheidet die beiden Staaten? Also ich möchte die Frage zum einen zurückweisen und zum anderen, zurückweisen deswegen, vielleicht fange ich gleich so an. Weil erstmal wollte ich mich die ganze Zeit gegen so eine Betrachtungsweise wehren, die du jetzt an den Tag legst. Wo werden die Menschenrechte mehr oder weniger eingehalten? Ich wollte dafür plädieren und bin da offenbar ist ja auch nicht schlimm, also nicht verstanden worden. Dass man, wenn man schon sagt, im Iran geht es übel zu, da werden Frauen, ach Gott, weggesperrt, eher wie Haustiere gehalten als wie Menschen. Ja? Also wenn man das schon sagt, dieses Urteil, dann meine ich, wäre was fällig, nämlich die Frage, wieso? Wieso? Was herrschen da für Interessen? Wie geht es in dem Land zu? Da muss man sich halt kundig machen über dieses Land und da muss man analysieren, welche Zwecke verfolgen denn diese Mullahs? Was wollen die denn überhaupt? Was ist denn denen ihr Programm? Was machen die in dem Land verbindlich? Und wie geraten sie da in Gegensatz und auch in Übereinstimmung mit der Bevölkerung? Das muss man sich halt fragen. Können wir jetzt hier nicht, ist ja klar, weil wir haben ja ein anderes Thema. Ja? Und da wollte ich eben sagen, die Frage, wo werden am meisten Menschenrechte eingehalten, abstrahiert total von diesen politischen Verhältnissen. Dann will man auch noch wissen, warum. Und da denke ich mir, das ist wirklich kein Wunder, dass man sich diese Frage stellt, weil man ja wirklich von allem Politischen abstrahiert hat, wie es in dem Land zugeht. Dann kennt man sich schon gar nicht mal aus, warum im Iran, ja, wenn man sich für die Verhältnisse dort nicht interessiert und sie sich anguckt, ja, dann stellt sich einem die Frage, ja gut, warum werden da die Menschenrechte so schlecht eingehalten? Aus der Grund, wir wollen die Menschenrechte nicht einhalten, das kann es nicht sein, warum es da so zugeht, wie es zugeht. Das war meine Behauptung. Ja, reden oder dagegen? Ist ja recht. Nee, ich will nicht dagegen reden, weil meiner Ansicht nach ist das, was Sie gesagt haben, ja ein bisschen äquivalent zu dem, was ich gesagt habe. Ich habe es nur anders ausgedrückt. Also ich hoffe nicht, dass Sie jetzt nicht damit meinen, dass ich mich nicht für die Ursachen der Zustände im Iran interessieren würde. Weil das würde ich jetzt einfach mal von mir weisen wollen. Aber es ist ja schon so, also wenn ich mich jetzt frage, wo ich lieber leben möchte, im Iran oder hier, dann würde ich ja schon hier sagen. Also ich denke, da würden Sie mir jetzt auch zustimmen. Ja, nur was bringt das? Was bringt es theoretisch? Ja genau, aber wenn die wertegeleitete Außenpolitik sich an die Menschenrechte orientiert, dann hat sie ja irgendwie zum Ziel, dass unsere Außenpolitik dazu führt, dass in anderen Ländern Menschen genauso gerne leben wollen wie wir hier. Schau, du schleppst einfach die Unterstellung mit, die ich gerade bezweifelt habe, dass du sagst, hierzulande geht so zu, weil die Menschenrechte eingehalten werden. Dort im Iran geht so zu, weil die Menschenrechte nicht eingehalten werden. Ich habe gerade dieses Weil angegriffen, dass das nicht stimmt. Du sagst jetzt einfach, doch, das ist so. Das stimmt überhaupt nicht, weil ich habe gesagt, dieses mit den Menschenrechten, das ist so, ob man das jetzt gut findet oder nicht, das ist erstmal egal, weil Sie haben natürlich recht, natürlich ist das Ausdruck der staatlichen Gewalt, diese Menschenrechte. Es ist ja ein internationaler Vertrag letzten Endes. Natürlich geht es da um Gewalt. Aber ich habe das nur einfach konstatiert, egal wie man dazu steht, das wird an der einen Stelle mehr gewahrt als an der anderen. Egal wie ich jetzt persönlich dazu stehe. Und die Frage war jetzt, wie kommt das?
Wieso ist es an der einen Stelle weniger und an der anderen mehr? Ich meine, ich hätte jetzt parat erstmal direkt eine Antwort, das kann ja zum Beispiel wirtschaftliche Gründe haben, dass wir hier im Imperial Europa einfach viel mehr sozusagen Kapital akkumuliert haben über die Zeit und es uns deswegen leisten können. Aber ich weiß nicht, das hätte mich jetzt einfach interessiert, wie Sie dazu stehen. Da wollte ich in der zweiten Antwort noch drauf kommen, also auf das, was du jetzt sagst und andeutest. Aber dein Nebenmann, der möchte die ganze Zeit schon. Ich meine, wenn Sie jetzt das Zweite angreifen, dann bleiben wir mal ganz kurz beim Iran. Bloß ganz kurz, und den haben wir ganz oberflächlich verfeinert. Der Iran hat jetzt das Ayatollah-Regime und die Khomeinis, die versuchen jetzt, ihr Regime am Leben zu halten. Jetzt muss man sagen, es gibt einen substanziellen Teil der Bevölkerung, die unterstützen das gar nicht. Und das sind nicht nur die jetzt auf den Straßen sind, sondern das sind bei weitem mehr. Ich habe das Glück, mit ein paar Iraner gesprochen zu haben und die haben mir das erzählt, wusste das vorher selber. Ich habe mich mit dem Land, bevor ich die getroffen habe, nur rudimentär beschäftigt. Die haben mir das erzählt, dass da wirklich, ich will jetzt nicht sagen die Mehrheit, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber doch, wir bewegen uns da schon in dem Bereich, das Regime nicht unterstützen und trotzdem geht es da so zu, wie es dazugeht. Vielleicht ist es, die Frage nicht eher, da geht es in dem Land so schlecht zu, weil die Menschenrechte nicht eingehalten werden, sondern da werden die Menschenrechte nicht eingehalten, weil es in dem Land so schlecht zugeht, weil die Menschen das Regime ablehnen. Jetzt könnten wir uns ja dann im Unterschluss die Frage stellen, wird es bei uns dann auch, oder wird es in Deutschland oder im Westen oder in, was weiß ich, kann man sich jetzt ein Land substituieren, wird es da genauso schlecht zugehen, wenn die gewählte Regierungsform, ob sie jetzt gewählt ist oder einem vorgesetzt wurde, wie in der Islamischen Revolution, wenn die da in dem Maße abgelehnt werden würde, wird es dann in Land XY genauso schlecht zugehen, wie es jetzt im Iran gerade die aktuelle Lage ist. Und ja, das ist leider was ich jetzt, wo ich sehe, wo ich bin, da gibt es so eine Dissonanz in Ihrer Argumentation. Also ich glaube, Sie, weiß ich nicht, ich glaube, Sie fokussieren sich da auf ein Weil oder auf eine Reaktion auf einen Zustand, der so de facto falsch ist. Es tut mir leid, ich habe dich einfach von der Argumentation her zwischendrin verloren, weil du hast von einem Szenario, das du dir jetzt ausgedacht hast, geredet. Nämlich, was wäre, wenn hier es Unruhen gäbe, würden dann noch die Menschenrechte eingehalten und so weiter und so fort. Wären dann die gleichen Zustände wie im Iran? Oder habe ich dich missverstanden? Ja, das war eigentlich schon ziemlich konkret. Also wir haben im Iran... Nee, weil du jetzt mit de facto, du hast am Schluss gesagt, de facto. Und das war doch, also was du erzählt hast, war doch kein Faktum, wie es hier zugeht, sondern wie es zugehen könnte, wenn irgendwelche Annahmen zuträfen, die du gesagt hast. Und deswegen hast du mich einfach verlassen, also geistig. Im Iran ist die Situation so, ein großer Teil der Bevölkerung lehnt das Regime ab, das Regime will an der Macht bleiben, deswegen gibt es Aufstände und die Menschenrechte werden nicht eingehalten. In Deutschland ist es so, ein Großteil der Bevölkerung ist mit der gewählten Regierungsform, parlamentarische Demokratie zufrieden. Deswegen gibt es bei den Unruhen, deswegen werden die Menschenrechte eingehalten. Würden Sie mir da zustimmen? Oder nicht? Ich würde dir nicht zustimmen. Weil? Weil das Erste, also das, wenn man mal über Iran nochmal ganz kurz redet. Und Menschenrechte sind doch ein Qualitätsurteil der Außenpolitik. Richtig, ja. Darauf wollte ich jetzt raus, genau. Man kann doch jetzt gar nicht das alles mit den Qualitätsmerkmalen der Außenpolitik belegen. Wir sind doch jetzt nicht im Außenministerium. Darf ich da noch ein Argument dazu sagen? Weil ich wollte genau auf das Gleiche raus wie du jetzt. Nämlich das Argument, wenn man die Mullahs fragt,
ich frage sie nicht, weil da hat dein Nebenmann ja recht. Also ich möchte bitte nicht im Iran leben. Ja, nur was bringt es? Also diese Frage, wo ich leben möchte. Nur, wenn man sie fragen täte, wie haltet ihr es denn mit dem Recht der Frauen? Würden sie sagen, die sind bei uns bestens aufgehoben. Wir sorgen nämlich für das eigentliche Recht der Frau. Die würden doch nicht sagen, denen ist Recht egal. Nochmal, das war das, was ich vorhin mal gesagt habe. Dass der Vorwurf, die halten sich nicht ans Menschenrecht, ist doch nicht eine objektive Beschreibung der Zustände im Iran, sondern das ist ein außenpolitischer Vorwurf an den Iran. Also, ja. Ich muss jetzt trotzdem nochmal was dazu sagen. Weil Menschenrecht ist ja das, worum es in der deutschen Außenpolitik früher noch nie ging. Argentinien, Chile, was weiß ich, ich bringe gerade alles zusammen, in Türkei und so weiter. Also um Menschenrechte ging es in der deutschen Außenpolitik noch nie. In keiner Regierung, auch in der jetzigen Regierung nicht. Die Baerbock war in China und dann hieß es, ja, sie hat da über Menschenrechte schon geredet. Worum es geht, es ist Geschäfte machen, Geschäftsverbindungen herstellen. Darum ist der deutschen Außenpolitik. Es geht darum, das Kapital immer mehr nach außen zu expandieren und die Geschäfte auf einem immer höheren Level zu führen. Die Menschenrechte sind da nur Feigenblatt. Und das wäre gerade das. Es geht wirklich nur darum, dass die Geschäfte halt von Siemens oder was weiß ich, von ganzen großen deutschen Firmen immer mehr expandieren. Darum geht es. Und es geht nicht darum, die deutschen Menschenrechte oder die UN-Menschenrechte von mir aus der Charta in die Welt zu tragen. Darum geht es genau nicht. Und deswegen fällt das ganze Thema zusammen, wäre die Leiter der Außenpolitik, das ist doch Käse. Da müsste ja praktisch überall immer hingehen und sagen, ja, aber die Werte, das macht sie doch nicht. Das haben doch deutsche Außenminister noch nie getan. Noch nie. Da wird doch alle gefoltert und gemordet ohne Ende. Ja, ich sag mal gleich, wir müssen jetzt da mal langsam wieder weitermachen, weil jetzt solche Beiträge... die kann man eigentlich nur, da muss man eigentlich mal diesem Bedürfnis, was hier vorne geäußert worden ist, nachkommen. Wie wird denn jetzt, werden denn die Menschenrechte als Instrument eingesetzt gegenüber anderen Staaten? Also was du jetzt da ja halt zusammenfassend gesagt hast, das ist doch die Sache. Da meine ich, es sind ein paar Überlegungen fällig und dann müssen wir dieses Thema vielleicht doch abbrechen, weil sonst kommen wir jetzt, ach Gott, es geht um wirtschaftliche Interessen, ja, nein, inwiefern und so weiter und so fort. Aber ich will das nicht abwürgen. Sag noch deinen Gedanken und ja, dann schauen wir mal. Ich hätte noch mal gefragt, weil Sie ja gemeint haben, oder angekündigt haben, dass es noch ein zweites Argument von Ihnen geben würde. Und deswegen hätte ich einfach mal gesagt, dass ich das ja zugebe quasi, was das Thema hier ist sozusagen, dass diese wertegeleitete Außenpolitik ein bisschen eine Farce ist sozusagen von unserer Seite aus. Und wie Sie ja gesagt haben, dass wir das benutzen, um unsere eigenen Interessen schön anzumalen, das ist ja, oder dass es auch gar kein Widerspruch ist an sich erstmal, da haben Sie ja völlig recht quasi. Aber ich wäre halt einfach auf die Gründe gespannt sozusagen, die Sie da genannt haben, dass Sie die gerne liefern wollen. Die Gründe, die kommen noch. Achso. Da wollte ich sagen, wenn man dich so versteht, und das würde ich mal kurz trennen bei der Frage, werden wo die Menschenrechte eingehalten oder werden sie nicht eingehalten? Sondern mal anders ausgedrückt, warum sind denn die Verhältnisse hier so politologisch ausgedrückt, so stabil. Ja? Und woanders haben Regierungen damit zu kämpfen, dass sie überhaupt, Aufstände oder Aufbegehren ihre Bevölkerung unter Kontrolle bekommen, wenn man deine Frage so versteht. Und auch dementsprechend dann Gewalt einsetzen, also in einem ganz anderen Maß, als was er darauf verwiesen hat, was die Polizei hier doch auch macht, wenn sie nach Recht und Ordnung, sondern in einem ganz anderen Maß Gewalt gegenüber Volksteilen einsetzt. Ja? Wenn man deine Frage so versteht, da meine ich, da kämen wir noch drauf. Mhm. Aber das müssen wir, wollten wir nach hinten
vertrösten. Und im Übrigen, so verkehrt sind da deine Überlegungen nicht mit dem erfolgreichen Wirtschaftsstandort, über den hierzulande verfügt wird von der Politik. Das hast du so angedeutet. Also. Aber ich tät vorschlagen, jetzt kommen wir mal zurück. Wir sind eigentlich mit meinen Erläuterungen, die ganzen Einwände, das will ich euch jetzt natürlich nicht vorwerfen, weil ist ja klar, wir sind hier auf einer Veranstaltung, wo es um wertegeleitete Außenpolitik geht und nicht um den Iran oder Saudi-Arabien oder von mir aus auch Wirtschaftsstandort Deutschland. Was ist denn das überhaupt? Wie geht es hier zu? Ja, das, wenn ich vorhin immer gesagt habe, ihr redet jetzt doch gerade so, was ich an den Außenpolitikern oder an den Politikern kritisieren wollte, ist das ja hier klar, weil ihr den Themenwechsel nicht machen wollt. Also ihr wollt jetzt nicht über den Iran reden. Das ist mir schon klar. Also das war kein, ich wollte nicht sagen, du interessierst dich überhaupt nicht für den Iran. Ich wollte nur sagen, dein Argument, wie geht's denn da menschenrechtlich zu? Ja, das tut wie in der Außenpolitik die Frage, wird sich da an Werten gehalten, zum Wesentlichen gemacht und zum Entscheidenden, und dass man da mit dieser Frage ja oder nein oder auch von mir aus wie sehr eigentlich weiß, wie man das Land zu beurteilen hat. Und das ist eine Abstraktion von all den politischen Verhältnissen, worum es da geht in diesen Ländern, und auch, wenn man das jetzt als Kompliment an hier denkt, worum es hierzulande geht. Ja? Gut. Und das ist auch ein bisschen durch die Debatte noch vorgeführt worden. Dieser Vergleich, hier geht es menschenrechtlich zu, der behauptet mit diesem Entsprechungsverhältnis, was die Gewalt macht, ist letztlich ein Auftragswerk der Bürger selbst, nämlich in ihrer Eigenschaft als Menschen. Sie macht das, was er als Mensch braucht, nämlich die Wahrung, gewährt und garantiert die Menschenrechte. Dieser Gedanke ist für eins gut, nämlich für eine prinzipielle Zustimmung zur politischen Herrschaft, die es gibt. Wie gesagt, ohne sich auch nur eine Rechenschaft abzulegen, worum es bei ihr geht, was ihre Zwecke sind. Sie, die Politik, wenn sie sagt, sie ist menschenrechtlich unterwegs, reklamiert Zustimmung zu sich, dass die Art und Weise, wie hierzulande regiert wird, in Ordnung geht, legitim ist. Und umgekehrt, weil sie ja im Auftrag des Menschen unterwegs ist, beauftragt sie sich damit, in der ganzen Welt nachzugucken, ob andere Regierungen es so halten wie sie selbst. Das ist der Gedanke, wir sind der Hort der Menschenrechte hier in Deutschland, natürlich auch in anderen westlichen Ländern. Demokratie, Freiheit, Selbstbestimmung, da sind wir der Hort davon. Das ist zugleich der Auftrag an die eigene Politik, andere Staaten danach zu beurteilen, ob sie richtig regieren oder verkehrt, ob deren Herrschaft in Ordnung geht oder nicht. Was aus dieser Anmaßung, man misst sich das Recht zu, das fand ich ganz gut, da hast du mal gesagt, darf man das, dürfen wir denn noch beurteilen? Ja, andere Länder, dürfen wir denn das?
Ja, die Bundesregierung und von mir aus auch das Grundgesetz. Und die deutsche Außenpolitik hat da sogar das in ihren Regularien geschrieben. Nicht nur wir dürfen das, sondern wir müssen das. Also sie gibt sich selber das Recht, genau das zu tun. So, was jetzt daraus folgt, da hat sich die Susanne ein paar Gedanken gemacht. Und da wären wir jetzt bei dem Thema, wo es jetzt wirklich um die Außenpolitik geht. Ja, also ich wollte nochmal jetzt mit den letzten Überlegungen zeigen, der Maßstab der Menschenrechte dient einerseits zur Delegitimierung anderer Regierungen und auf der anderen Seite zur Legitimierung der eigenen Regierung. Gut. Okay, also als erstmal noch ein kurzer Vorsatz, nochmal eine kurze Vorrede, die sich auch noch ein bisschen auf die Debatte von gerade bezieht. Dass es im Iran und sonst wo in der Welt ganz scheußliche Opfer von staatlicher Gewalt gibt. Das ist völlig klar. Und es ist auch völlig klar, dass man, wenn man sagt, wo möchtest du leben, man bestimmt nicht auswählen täte den Iran, den Sudan oder irgendwas in dieser Richtung. Das finde ich aber ist noch lange kein Grund dafür, dass man nicht selber mal sich schon ein Urteil darüber vorlegen kann, wie das eigentlich mit dem ist, was die Frau Baerbock mit ihren großen Tönen ankündigt. Weil die sagt doch das, endlich mal die Außenpolitik anders wie früher, nimmt Abstand von den Interessen und kümmert sich um die Opfer. Und diese Selbstgerechtigkeit, wo ich meine, und das werde ich versuchen nachzuweisen ein bisschen, dass die sich auf die Opfer bezieht in einem ganz instrumentellen Verhältnis, dass die nämlich in dem Namen von den Opfern an anderen Staaten rum kritisiert und da am zwischenstaatlichen Verhältnis was anklagt und dabei so tut, als ob das gleichzusetzen mit ist, hinterher geht es den Frauen dort am Ende besser. Das finde ich ziemlich, das stößt mir ein bisschen auf und deshalb habe ich gedacht, das sollten wir mal drüber diskutieren. Vielleicht kann man so rum mal reinkommen. Also wir reden über die Außenpolitik, die jetzt gesagt wird, die ganz speziell von der neuen grünen Regierung forciert wird. Und die Frau Baerbock reist nach China, die reist sonst wohin. Und es ist klar, wenn sie das Thema Menschenrechte dort anspricht, die Staaten, die davon angesprochen werden, denen stößt es ziemlich sauer auf. Denen stößt es sauer auf, weil die auf dem Standpunkt stehen, erstens, das brauchen sie sich gar nicht zu sagen lassen, weil sie nämlich wie überhaupt jede Herrschaft schon immer, schon in allen Jahrhunderten vor unserer Zeit und so wie heute auch, auf dem Standpunkt steht, dass sie nichts macht, als ihrem Volk und ihrem Land zu dienen. Dass sie das genau im besten Sinne regiert. Dass sie legitimerweise an der Macht ist. Es ist aber erstmal überhaupt nur ein ganz kleiner Teil, der die Empörung verursacht. Den viel größeren Teil der Empörung verursacht das, dass die, die kritisiert werden, merken, dass da viel mehr gemacht werden soll als nur eine moralische Beurteilung. Also ihr seid die Schlechten und Deutschland, das sind die Guten. Sondern dass da die deutsche Außenpolitik antritt mit einer Ansage, die den Regenten, den Herrschaften in diesen Ländern bestreiten will, dass sie tatsächlich eine legitime, souveräne Herrschaft über ihr Staatsgebiet sind. Dass da bestritten werden soll, dass sie anerkannt sind als so eine Gewalt, die in ihrem Land, weil sie da die Herrschaft ist, eben bestimmt, wie es lang geht, was für Zwecke sie sich setzt, mit welchen Methoden sie die durchsetzt und so weiter. Das bemerken die. Und dann muss man sagen, genauso ist es auch gemeint von der Frau Baerbock.
und von anderen wertegeleiteten Außenpolitikern. Über die habe ich jetzt nur exemplarisch geredet, ja? Genauso ist wertegeleitete Außenpolitik gemeint, als eine Kampfansage an auswärtige Gewalten, dass man nicht länger bereit ist, sie als das anzuerkennen, was sie sind zwischen Staaten. Nämlich ein Souverän, der souverän über das regiert, was zu seinem Staatsgebiet gehört. Und wenn ihr jetzt kommt und denkt, naja, aber das ist doch gut, weil die Einmischung, dort ist es doch schlechter wie hier, möchte ich doch sagen, also ich bin da nicht dafür, so zu argumentieren, weil da würde ich mir gern erstmal anschauen, was eigentlich die Einmischung bedeutet und was sie ist. Und ich meine, da kommen Sachen raus, hinter die ich mich erstmal lieber nicht stellen würde und auch zweitens nicht gerne stellen würde. Also, wir sind bei dem. Die wertegeleitete Außenpolitik sagt den kritisierten Staaten an, dass sie nicht länger bereit ist, die unbedingt anzuerkennen als legitime Herrscher. Und das ist ein absoluter Hammer im Staatenverkehr, im zwischenstaatlichen Verhältnis. Und zwar in dem Sinne, das ist überhaupt erstmal die Grundvoraussetzung, dass es einen zivilen Staatenverkehr gibt, dass es friedliche Verhältnisse sind. Die Grundlage davon ist die wechselseitige Anerkennung als Souverän. Das ist der ganze grundlegende erste Inhalt, der von allen westlichen Politikern, einschließlich Frau Baerbock, gelobten regelbasierten Weltordnung. Die erste Regel ist, es ist anzuerkennen, dass andere Souveräne die anderen Souveräne sind, wo man nicht reinzufunken hat. Und dass auf Basis davon die Staatsgewalten ihren zivilen Verkehr betreiben. Das, was heute gesagt wird, die schöne längste Zeit in der Menschengeschichte seit 500 Jahren, dass es seit 70 Jahren Frieden gibt. Dass das Resultat davon ist, regelbasiert. Alle halten sich dran. Und genau das wird aufgekündigt. Weil die Grundregel der regelbasierten Weltordnung ist nämlich das. Die Staaten verlangen für sich, jeder Einzelne, auch Deutschland, dass die anderen Nationen in ihre Belange, wie sie mit ihren Bevölkerung umgehen, was sie für eine Sozialpolitik machen, was sie für Wirtschaftspolitik machen, was sie sich für außenpolitische Zwecke setzen, nicht reinreden dürfen. Das geht ihnen nichts an. Das dürfen sie in ihrem Land machen, wie sie wollen. Und auf dieser Anerkennung als eine solche Staatsgewalt bestehen alle Staaten. Und umgekehrt sind sie auf Basis davon, dass ihnen das zugestanden wird von den anderen, bereit, das auch allen anderen zuzugestehen. Also das ist ein wechselseitiges Verhältnis. Und überhaupt nur so, durch dieses wechselseitige Zugeständnis, du hast dein Gewaltmonopol dort, ich habe mein Gewaltmonopol in meinem Land, ist es überhaupt möglich oder überhaupt die Tatsache, dass sich diese Gewaltmonopolisten friedlich aufeinander beziehen und friedlich dann in ihre wirtschaftlichen, politischen und sonstigen Beziehungen eintreten. Und daran rührt, nicht gleich, dass es total aufgekündigt ist, aber daran rührt die wertegeleitete Außenpolitik und sagt, das will sie eigentlich nimmer gelten lassen. Sie stellt unter einen Vorbehalt, dass es tatsächlich weiter gültig sein soll, dass andere Souveräne tatsächlich die legitimen Souveräne über ihren souveränen Staat sind. Und das weiß man ja auch, das ist ein ziemlich nochmal mit dem Hammer. Immer dann, wenn zwischen Staaten der Vorwurf aufkommt, da liegt jetzt aber eine Einmischung in innere Angelegenheiten vor, dann weiß man, es wird mindestens diplomatisch schwer ungemütlich, dass da Gegensätze von dem härteren Kaliber zwischen den Staaten unterwegs sind.
Und das geht die Frau Baerbock an und sagt, genau das will sie den anderen Staaten ansagen, die sie Menschenrechtsverletzungen anklagt. Die sie eine Kampfansage machen will, ob sie die eigentlich weiter akzeptieren will als gleichwertige Souveräne. Da macht die wertegeleitete Außenpolitik eine ziemliche Unverschämtheit. Die geht nämlich hin und sagt, ja, von unserem Standpunkt beurteilen wir mal die anderen. Und wir beurteilen die nicht nur, stellen die Vergehen fest, wir richten eigentlich auch darüber, wie schwerwiegend es ist. Also, die sagen im Namen des Menschenrechts, des höheren Rechts, in dessen Namen sie unterwegs sind, sind sie der Richter, der über den anderen Staaten in der Welt steht und beurteilen darf und hinterher auch exekutieren darf, wenn sie zu einem negativen Urteil gelangt sind, wie es mit den Verhältnissen mit den anderen Staaten weitergeht. Damit ist aufgekündigt, alles, was im zivilen Staatenverkehr eigentlich mal erstens als Grundbedingung dazugehört, dieses wir bewegen uns doch mit Respekt voreinander und auf Augenhöhe, das ist durchgestrichen. Und zwar nochmal als Zumutung, denkt mal dran, Recht, was ist das normalerweise? Hier bei uns wird großer Wert drauf gelegt, es gibt eine Gewaltenteilung. Da gibt es einen Strafkatalog, da gibt es einen Richter, dann gibt es hinterher eine Strafverfolgungsbehörde. Und alles muss geteilt passieren, damit es auch ganz sicher rauskommt. In der Frage der Menschenrechtsverletzungen geht die wertegeleitete Außenpolitik ganz selbstverständlich davon aus und präsentiert den Kritisierten die Zumutung, dass sie in Personalunion alles auf einmal ist, nämlich der Kläger, der Richter und auch derjenige, der dann die vollstreckte Strafe, also die Sanktionen, auf die Tagesordnung setzt. Okay, da hinten gibt es eine Wortmeldung. Aber Sie schließen jetzt, das ist für mich ein bisschen zum Fehlschluss in der Argumentationskette, Sie schließen jetzt von unserem nationalen System auf die internationale Ebene. Und ich meine, es ist eigentlich was, wo ich sagen würde, das hat man jetzt in den letzten Monaten bis in den letzten anderthalb Jahren gesehen. Anders als auf nationaler Ebene hat man halt im internationalen System einfach keine übergeordnete Gewalt. Wir haben halt das schon auch aus dem Terrorismus bekannte anarchische System. Und dass man da der Nationalstaat, der souveräne Staat, gesetzgeber, Richter und Henker in Personalunion ist, das ist irgendwo, würde ich jetzt mal sagen, in diesem Fehlen von einer Ordnungsinstanz über den Nationalstaat auch ein bisschen angelegt. Und was jetzt auch noch dazu kommt, Sie haben gerade argumentiert, dass im zivilen Staatenverkehr, ich gehe jetzt mal davon aus, meinen im respektvollen Umgang, also nicht im Sinne von nicht militärischen Agieren zwischen Staaten, dass es da sich nicht ziemt, die inneren Angelegenheiten zu kommentieren. Da hätte ich jetzt einmal eine Verständnisfrage, wie kommen Sie da drauf? Also weil, und, also Völkerrecht, das ist total in Ordnung. Doch. Eine Frage nach der anderen oder noch die zweite dazu? Ihr dürft auch selbst gerne darauf antworten. Ich hätte eine ähnliche Nachfrage, aber wie ihr wollt. Gut, dann, oder? Ja, nein? Ja, wenn es dazu passt. Okay. Ihr begründet ja quasi, dass eine Intervention, eine Einmischung in innere Angelegenheit immer auch eine Verletzung der Souveränität eines anderen ist. Das ist ja an sich richtig. Aber es ist doch quasi der klassische Kampf irgendwie zwischen Menschenrechten und Souveränität. Weil wenn in einem anderen Staat Menschenrechtsverletzungen passieren,
muss ich ihn einfach hinlegen? Also soll ich einfach sagen, ja, da kann ich jetzt nichts sagen, das darf ich nicht kritisieren, dann darf ich nicht intervenieren, dann darf ich nicht sagen, ist nicht in Ordnung, weil das ist ja von der Souveränität geschützt, das passiert innerhalb des Staates, es verbreitet sich hier auf die Nachbarn aus oder was auch immer, das ist von der Souveränität abgedeckt, also darf ich nichts machen. Soweit ich das so verstanden habe, kritisiert ihr ja, man kündigt diese Akzeptanz der gegenseitigen Souveränität auf, weil man sagt, das, was da passiert, finden wir nicht in Ordnung und das passt uns so nicht. Aber gibt es nicht, ja, irgendwo manchmal Sachverhalte, wo ich sage, ja, es ist eine innere Angelegenheit, aber das einfach so kommentarlos passieren zu lassen, ist doch auch nicht in Ordnung. Die Argumentation ist sicher intern richtig. Aber was du machen wolltest, ist einfach darauf hinzuweisen, dass im diplomatischen Verkehr hinter Annalena eine Spur der Zerstörung gegenwärtig verläuft. Und die Frage ist, dass die Fähigkeit dann einfach die Brücke zu schlagen und die Sprache auch mit dem, der vielleicht Pferdefuß hat oder Hörner, eben auch die Sprache aufrecht zu erhalten. Für Annalenas Außenpolitik hat man den Begriff Hypermoralismus geprägt. Dieser Begriff hat nach außen hin diese Wirkung, hat aber nach innen hin in Bezug auf uns eine außerordentlich machtvolle Wirkung, denn sie ist sich völlig darüber im Klaren, wer aus dieser Hypermoralität raus argumentiert, hat in unserer Medienlandschaft immer eine positive Sache. Keiner will doch gegen Menschenrechte gehen. Wenn du beginnst, dann in einer Diskussion abzuwägen, so und so die Ambivalenzen, dann stehst du sofort als empathieloser. Das heißt, diese wertegeleitete Außenpolitik ist nach innen ein extremes Machtinstrument, eben andere Meinungen auch dann eben schlecht dastehen zu lassen. Du hast dann denen gegenüber immer die Arschkarte. Das ist nach innen hin eine ganz schwierige Situation, die sie mit dieser Hypermoral dann eben da angefangen hat. Aber ich danke dir, dass du auf diese außenpolitischen Sachen so scharf hingewiesen hast. Ich muss trotzdem mal fragen, könnt ihr mal ein Beispiel sagen, wo die Frau Baerbock irgendwie im Ausland kritisch dem Regierungschef gegenübergetreten ist? Irgendein Beispiel in irgendeinem Land? Klar, die geht nach China und sagt gleich, auch die Menschenrechtsverletzungen geht nach China und sagt auch gleich, die Menschenrechtsverletzungen müssen angesprochen werden. Die hat sie thematisiert. Sie hat nur gesagt, sie hat das Thema angesprochen. Das war jetzt, was ich von ihr gehört habe zu dem Thema. Gut, aber das ist jedenfalls der Standpunkt, auf sowas wollte ich schon raus, dass da hingegangen wird, auch bezüglich Iran, und gesagt wird, wir lassen uns das nicht verbieten, wo eine Bewertung und eine Beurteilung abzugeben, was eigentlich von dem Staatenkatalog eine Frage der inneren Angelegenheiten ist. Ja. Dann würde ich meine vorherige Aussage jetzt bitte auf dieses Beispiel anwenden. Uiguren, Internierungslager, wir haben Bilder davon, die Uiguren in China, Internierungslager, wir haben Beweise, wir haben Bilder davon. Vor allem Deutschland mit seiner Geschichte soll es einfach sagen, ja, okay, mischen wir uns nicht an. Ist in Ordnung. Weil dürfen wir nicht, weil wer eigentlich nicht Souveränität. Das finde ich irgendwie, da würde ich eher sagen, das ist eine Außenpolitik, die ich nicht gut finde, um das mal nett zu sagen. Also, ja. Und im gleichen Atemzug verteidigen Sie sich dann auch ein autoritäres Regime, indem Sie sagen, es ist Angelegenheit von einem, also vom Staat, also von China und der Volkssouveränität. Das heißt, es sollten diese Themen nicht angesprochen werden, weil es unter den Bereich der Volkssouveränität fällt, das legitimiert automatisch ein autoritäres Regime. Also sagen Sie quasi im gleichen Atemzug, gut, autoritäre Regime haben genauso ihre Daseinsberechtigung wie demokratische.
Ja, ja, da muss ich jetzt gleich gerade das feststellen, was der Herr da hier bemerken wollte, dass wenn einer ein Wort gegen die Menschenrechte sagt, er sowieso gleich den schwarzen Peter gezogen hat, alles, jedes Wort im Mund umgedreht wird und gesagt wird, du bist ein Verfechter von Drangsalierungen von Uiguren in China bis sonst was. Das ist doch nicht behauptet worden, das ist doch nicht, stimmt doch nicht, das ist alles Quatsch. Aber nochmal einen Satz dazu weiter, wie ich ja anfangen wollte. Genau das ist ja eigentlich nochmal aufgenommen worden und gegen mich gewendet worden, gesagt worden, aber Einmischung ist doch eigentlich was Gutes. Weil wollen wir da eigentlich wegschauen, wir als deutsche Staatsbürger? Und es ist doch gut, was die Frau Baerbock macht, dass sie das mit den Uiguren anspricht. Wir wollen ja jetzt eigentlich nicht mit Beispielen reden. Aber eine Frage ist für mich schon, aus den Opfern, die da im Ausland anfallen und denen es allen furchtbar geht, die unter furchtbaren Zuständen leiden müssen, das ist alles richtig. Wo folgt denn da eigentlich die deutsche Einmischung? Da muss man doch sagen, ja, Opfer weltweit, die gibt es zuhauf. Eine Frage ist es aber schon, wo sich die deutsche Regierung davon beauftragen lässt, im Namen der Menschenrechte dagegen zu protestieren. Und da ist mein Gegen, das hat zwar der Werner am Anfang schon mal angesprochen, aber ich nehme es jetzt nochmal auf, weil ich glaube, das sind wir missverstanden worden. Ich möchte mich nicht dem anschließen und sagen, das halte ich nicht für richtig, wenn gesagt wird, die deutsche Außenpolitik ist halt einfach nicht konsequent genug, die müsste das noch viel konsequenter machen. Ich meine, das, was die deutsche Außenpolitik macht, das macht sie konsequent und das will sie auch konsequent machen. Und es hat ein Prinzip, dass sie in einem Fall sagen, bei der Todesstrafe in Saudi-Arabien und in Ägypten, das sagen wir, die Aufrechterhaltung der diplomatischen Beziehungen ist gut, weil da kann man auf das Land einwirken. Bei der Todesstrafe im Iran, da schauen wir nicht weg und machen Menschenrechtsvorwürfe und machen Sanktionen. Dass da eine Logik dahinter steckt, die sich nicht dem verdankt, die sind auf einem Auge blind. Und aus dem Grund, weil ich der Logik mal ein bisschen nachgehen möchte und die benennen möchte, will ich mich auch einfach nicht dem gleich anschließen und zu sagen, das ist doch eine gute Sache, wenn die Frau Baerbock sich die Uiguren in China anspricht. Weil die sind für die Frau Baerbock nämlich nur ein Instrument dafür, auf der Ebene des zwischenstaatlichen Verhältnisses eine Frage mit China aufzumachen und kundzutun, dass ihr an China was nicht passt, dass ihr am Iran was nicht passt. Und zwar was anderes als einfach das, dass dort Frauen schlecht behandelt werden und Uiguren schlecht behandelt werden. Weil da könnte die ungefähr auf 70% der Länder dieser Welt schauen und sagen, da müssen wir jetzt mal politische, diplomatische und wirtschaftliche Beziehungen abbrechen, weil die tun ihr Volk schlecht behandeln. Da hätte sie viel zu tun. Sie hat aber nicht viel zu tun. Sie hat ganz Bestimmtes zu tun. Und zwar hat sie ganz Bestimmtes deshalb zu tun, weil es nämlich genau andersrum ist. Weil es nämlich nicht so rum ist, dass die Menschenrechte der Frau Baerbock vorgeben, wo sie sich in zwischenstaatliche Verhältnisse einmischt. Sondern dass sie sich von den Menschenrechten vorgeben lässt, wo sie sich keine Schranken mehr bei den Ansprüchen an andere Staaten setzen lassen will. Wo sie einen Fall draus machen will. Das entscheidet sie frei. Bei den einen ja, bei den anderen ein bisschen, bei den dritten gar nicht. Und tatsächlich tun sich die Vergehen oder die Opfer und Schlechtbehandlung der Bevölkerung gar nicht unterscheiden. Ich hätte noch eine Ergänzung, weil vielleicht ist es sowieso allen klar, aber mir kommt das so vor, als wenn jeder Eindruck entstünde. Bisher wäre die Außenpolitik eigentlich ganz okay gewesen. Hätte man zwar kritisieren können, aber jetzt kommt die blöde Baerbock und fängt da an, die Werte geleitet. Also das ist ja, glaube ich, nicht die Aussage. Die haben es ja nochmal explizit betont, als sie angetreten ist, dass das halt ihr Leitmotiv ist sozusagen. Aber es ist ja nicht so, dass man jetzt gesagt hat, naja, jetzt kommen plötzlich die Menschenrechte ins Spiel. Und vorher war das irgendwie alles Duft. Und da hat man die Souveränität der anderen Staaten einfach akzeptiert und friedlich Handel getrieben. Und jetzt setzt sich die ganze tolle Weltordnung aufs Spiel. Also, das hat man ja vorher schon genauso frei, wie du es jetzt beschrieben hast, immer schon entschieden, wen man akzeptiert und wen man
an die Karte fährt, nicht indem man irgendwie einzelne Punkte aufgreift, sondern indem man halt die ganze Souveränität in Frage stellt und sagt, ihr seid halt eine Herrschaft, die es nicht gehört. Ja, also das finde ich total richtig, ja, und jetzt ist es halt so, dass die Außenpolitik nochmal Wert darauf legt, zu sagen, dass ihre Außenpolitik, die genau das macht, was sie schon die ganze Zeit machen, explizit darauf achten will, dass das im Namen der Menschenrechte passiert. Da war vorne noch eine Wortmeldung. Wolltest du noch was sagen? Ja, ich habe mich registriert. Ja. Ich wollte ehrlich gesagt, bei der ganzen Diskussion, ich verstehe den Punkt also wirklich grundsätzlich. Um was soll es am Ende gehen? Also man kann viel kritisieren, teilweise unterscheide ich das, aber ist das jetzt grundsätzlich Kapitalismuskritik, was ihr macht? Oder um was soll es gehen? Das versteht nicht. Ja? Also immer nur mit Finger zeigen, das sind alles Falsche. Aber was ist euer Punkt? Also ich check's nicht leider. Kommt das noch in der Hand, die wir noch haben? Oder ist das einfach nur eine Anregung heute Abend, um mal einen anderen Blick zu kriegen und dann vielleicht da neue Ideen zu bekommen? Oder was ist der Punkt? Also ich habe das jetzt so verstanden, zumindest auf jeden Fall die letzten Ausführungen, dass man mal vorsichtig damit sein sollte, sich einfach hinter die sich mit Titeln für die Außenpolitik seiner Nation einfach so vereinnahmen zu lassen, nach dem Motto, die Opfer wären die wirklichen Beweggründe für das, was anderen Staaten aufgemacht wird. Das habe ich in einem Gedanken erstmal verstanden. Und der zweite, auf den die Rednerin hinweisen wollte zum Schluss, dass mit dieser Reisediplomatie und Definitionshoheit, die Außenministerin Baerbock so an den Tag legt, sie nicht weniger aufrührt, als dass die Anerkennung anderer Souveränen und immerhin von sowas wie also so einer Weltmacht oder angehenden Weltmacht China, die Anerkennung, an der Anerkennung zumindest gerührt wird, wenn nicht gleich aufgekündigt wird. So, und das, das ist ja durchaus geläufig, welche Konfrontationen derzeit so auf dem Globus unterwegs sind. Angesichts dessen reiht sie sich ziemlich ein in das Aufmischen der zwischenstaatlichen Verhältnisse. Und also in dem Entfalten der Gegensätze, die zwischen den Staaten sowieso schon unterwegs sind. Und jetzt die beiden Gedanken zusammengenommen, für sowas, für ein sich aufstellen Deutschlands in dieser Art und Weise, lässt man sich auf jeden Fall schon mal vereinnahmen, wenn man das so leicht mitmacht, nach dem Motto, sollten wir denn nicht was gegen die Schlechtbehandlung der Uiguren haben. Also, soweit habe ich das jetzt erstmal verstanden und da brauche ich jetzt nicht Kapitalismus oder sonst was zu sagen, sondern man lässt sich hier vereinnahmen für eine ziemlich aggressive Außenpolitik. Du wolltest schon lange was sagen. Ja, ich wollte bloß noch mal kurz fragen, also verstehe ich ganz richtig, also, dass Sie quasi sagen, dass diese wertegeleitete Außenpolitik, jetzt betrieben wird, oder feministische Außenpolitik heißt es ja offiziell in Leitlinien, dass die im Prinzip die Souveränität oder die Legitimität von bestimmten Regierungen angreift. Aber das ist doch faktisch falsch. Also das hat Frau Baerbock doch nirgendwo getan und das könnte sie sich auch sicherlich nicht leisten. Also da gab es einmal diesen Vorfall, da ist ja glaube ich das Wort illegitim gegenüber Putin rausgerutscht oder war das Aserbaidschan. Und da wurde sie aber ganz schnell zurückgepfiffen vom Kanzler, weil das nicht geht. Also das ist natürlich dann auch nicht mehr völkerrechtlich oder was weiß ich möglich, dass man einfach als externe Macht eine Regierung den Marktanspruch abspricht. Aber das hat sie ja nie getan. Aber es ist ja ihr gutes Recht, wenn sie auf diplomatischen Reisen ist oder ihre Diplomaten irgendwo sind, dass sie dann schon mal ankreidet, ja, wir sind da nicht zufrieden, damit ihr das macht, so und so. Da lacht der chinesische Außenminister drüber. Aber das ist ja nicht, das hat einfach, faktisch hat das keinen großen Einfluss, jetzt meiner Ansicht nach,
was dann in den letztendlichen Handelsbeziehungen oder in bilateralen Beziehungen passiert. So, aber sie hat ja niemals, also wirklich nie, das ist faktisch einfach falsch zu sagen, man würde da Legitimitätsansprüche absprechen von einer Regierung. Das hat sie nie getan. Warum waren die Chinesen so beleidigt? Wir sind immer beleidigt. Also, es ist ja ganz klar, dass sie sich dann hinstellen und sagen, schlecht, und so, ihr mischt ja unsere Angelegenheit ein und so. Da geht es ja um Deutungshoheit auch. Also die wären ja blöd, wenn die das dann nicht machen würden. Das sind natürlich völlig verschiedene Ansichten. Aber das tut ja nichts dazu bei, dass jetzt irgendwie da die Beziehungen komplett einbrechen. Und das wird auch nicht passieren, weil beide wissen, was dranhängt. Wenn beide bleiben, was dranhängt. Also rein wirtschaftlich auch. Aber ja, also ich seh da nicht irgendwie ein Problem. Jetzt nehmen wir dich noch und dann machen wir mal, dass wir wieder länger was sagen. Also ich würde das gerne nochmal unterstützen und sagen, dass von dem, ich glaube, es skaliert das ja ein Bruder von dem Herrn da vorne und das, was gerade gesagt wurde, weil selbst wenn es so ist, wie Sie das ja dargelegt haben, dass man quasi durch diese Außenpolitik die Souveränität von anderen Ländern in Frage stellt, dann die ganzen Ausführungen, die Sie jetzt hier getätigt haben, dass also ich würde mal sagen, das ist relativ trivial. Also da haben Sie natürlich völlig recht mit dem, was Sie sagen. Das kann man so sagen, wie Sie das tun. Wenn ich jetzt einfach sage, das finde ich gut. Also ich finde es gut, dass Deutschland nicht einfach nur wirtschaftliche Interessen quasi in seine Außenpolitik einfließen lässt, sondern dass wir uns schon noch auch ein bisschen darum kümmern, dass wenigstens die Werte, die wir hier quasi hochhalten in unserem Land, dass wir die wenigstens auch noch quasi ein bisschen dabei beachten, wenn wir uns in anderen Ländern quasi engagieren. Kann ich jetzt einfach sagen, das finde ich gut. Und jetzt sagen Sie aber die ganze Zeit, dass das nicht gut ist. Und das würde mich einfach mal interessieren, wie da vorne schon gesagt wurde, was jetzt der Punkt von dem Ganzen ist. Was wollen Sie mir jetzt damit sagen? Das Problem ist, dass bei den Auskünften, die wir versuchen zu geben, eigentlich nur festgehalten wird, sagen die, das ist jetzt gut oder ist es schlecht? Hast du jetzt richtig so vorgeführt? Das fängt schon damit an, dass man ihre Ausführungen missversteht als ein Plädoyer dafür, ach bitteschön, lass doch andere Staaten in Ruhe, die müssen doch auch regieren, wie sie wollen, weil sie sind doch Gewaltmonopole. Dass wieder diese Frage auftaucht, wollt ihr sagen, die dürfen das gar nicht sich einmischen in? Oder soll man sich nicht einmischen in? Und da fand ich die Ausführungen von ihm vorhin, dass eins und das ist was Negatives, unsere Ausführungen eigentlich zum Zweck haben. Nämlich dieses Schnelle, was, ach Gott, man ist so gewohnt daran, was sollen wir am Ende nicht kritisieren, wie in China mit den Uiguren umgesprungen wird. Ist das euer Ernst? Also so diese Frage. Dieses Wir stimmt nicht. Ihr seid, ich bin hier ein armer Wicht. Ich habe der Baerbock nichts vorzuschreiben, wie sie ihre Außenpolitik einrichtet oder nicht. Deswegen ist die Frage, ob ich ihr sagen will, sie darf das gar nicht, einfach nur lächerlich. Weil ich ein kleiner Wicht bin. Da würde ich nicht widersprechen. Und zwar, jetzt mache ich mal ein paar Ausführungen. Wir leben hier in der Demokratie und die Taten von der Außenregierung bestimmen. Arif, lass ihn zu Ende reden. Lass ihn zu Ende reden. Die Taten der Bundesregierung, die Taten des deutschen Staates, die sind unser aller Taten, weil wir mitbestimmen können. Und ich verstehe nicht, was Sie hier gesagt haben. Sie negieren doch völlig Ihre eigene Rolle in diesem Land. Ja, genau. Da würde ich mal dich mal fragen, welche Rolle hast du denn? Und du schließt dich halt einfach kurz zusammen mit, als wärst du das Subjekt der Außenpolitik. Und da sollten eigentlich meine... Mit dem Wir. Ja, wir, genau. Das sagt man gar nicht ich. Ich bin eigentlich der heimliche Auftraggeber von der Baerbock, wo dann die Anstalt entlarven kann. Ja, du steckst dahinter. Endlich haben wir den. Jetzt haben wir ihn gefunden.
der immer dahinter steckt. Nein, sondern wir in der Gesamtheit. Und da war ja auch ein Argument vorhin, Wahlen, weil wir wählen doch die Regierung. Wählen wir ja gar nicht, aber egal. Ich will jetzt auch nicht auf Wahlen. Ja, man wählt das Parlament und die wählt die Regierung, ist schon recht. Sowieso wählen wir nicht die Regierung, in welcher Form meinen Sie das jetzt? Ich streiche meine dumme Bemerkung, die war einfach dumm, ich gedankenlos tue mir sie wegstreichen, weil ich will jetzt nicht übers Wählen reden. Ich wollte darüber reden, dass man eigentlich schon aus dem, was sie nochmal in Erinnerung gerufen hat, dass man schon, wenn man sagt, den Umgang mit den Uiguren kritisieren, muss man doch eins feststellen, dass die Kritik an dem, was China da mit diesen Bevölkerungsteilen macht, die Außenpolitik begleitet. Das ist die Begleitmusik, und damit will ich nicht sagen bloß, sondern das ist die Begleitmusik zu einer praktizierten Außenpolitik. Man soll doch nicht so tun, als wäre das, da hat er uns jetzt so missverstanden. Nee, ich habe es nicht verstanden. Ich habe Sie extra nochmal gefragt, ob Sie das gesagt haben, und Sie haben ja, gesagt. Jetzt sag es einfach positiv und nicht nochmal nach. Ich wende mich an keinen Beitrag mehr. Jedenfalls, als ob die Kritik, wie ihr regiert, geht nicht in Ordnung. Und da haben wir gesagt, das ist eine Art und Weise der Delegitimierung der Regierung. Als ob das identisch wäre mit Abbruch der Beziehungen. Nein, in den meisten Fällen, manchmal kommt sogar vor, aber selbst beim Iran ist es nicht der Abbruch der Beziehung, sondern wird halt sanktioniert. Selbst bei Russland ist es nicht der Abbruch der Beziehungen, sondern wird sanktioniert. Also, und da kann man eins feststellen, und das Argument hat sie wiederholt. Leuten, die sagen, mir geht es um die Opfer, dass die nicht mehr anfallen. Deswegen gibt es das ja auch zuhauf, die Kritik. Ihr messt mit zweierlei Maß, ihr nehmt große Worte in den Mund und macht dann nichts draus. Deswegen gibt es die doch, diese Kritik. Das ist doch nicht unsere Kritik, sondern die gibt es in der Öffentlichkeit von Leuten. Aber was kann man draus lernen? Das sollte die Auskunft sein. Na, dann geht's halt nicht um die Opfer. Das ist halt dann nicht der Zweck der Politik, dass die Opfer verhindert werden. So, und jetzt, was sollte unser Vortrag leisten? Was ist denn dann der Zweck, wenn man dauernd sich auf die Opfer beruft, das zu erläutern? Ja, dann sagen Sie es. Was ist denn dann der Zweck? Ja, und mal ganz platt gesagt, der Zweck ist, andere Regierungen daran zu blamieren, dass sie nicht richtig regieren. Ja, das mag ja sein, das mag ja sein. Lasst mich, jetzt warte mal, ihr müsst doch mal Geduld haben. Bin ich doch nicht fertig. Ihr dürft mich doch nicht dauernd fragen, was wir sagen wollen und dann bei der ersten Auskunft so tun, als hätte ich alles gesagt. Man muss auch mal langsam tun. Mal Zeit lassen, mal zu überlegen, was will denn jemand damit sagen? Weil dieses Blamieren, das machen die natürlich nicht um des Blamierens willen, sondern da waren jetzt ihre Ausführungen dazu. Da tut man erstens sagen, schau mal, ich als Deutschland verbitte mir Einmischung in die inneren Verhältnisse. Wenn der Erdogan hierher kommt und sagt, boah, tut mal die Mädchen Kopftuch tragen lassen in den Schulen, dann ist ein Riesenaufschrei, was bildet denn der sich ein? Meint der wohl, Deutschland ist die Türkei oder was? Was soll das? Erdogan, go home. Verschwinde hier, du hast hier nichts zu melden. Du meinst wohl, das wären deine Leute hier. Ha. Deshalb ist die Politik sehr empfindlich. Gegenüber anderen Nationen beansprucht sie genau dieses Verhältnis. Was beansprucht sie damit?
Und da wollte sie Ausführungen dazu machen. Nämlich, wir, Deutschland und die anderen westlichen Nationen, wir nehmen eine Sonderstellung zwischen den Nationen ein. Nämlich, wir sind die Richter darüber, ob bei euch ordentlich regiert wird oder nicht. Wie bei euch regiert wird, das ist nicht einfach euer Bier, sondern das ist unser Bier. Da reden wir mit und wir beaufsichtigen euch. Und das ist ja recht, diese Sprüche, die sind für sich wirkungslos. Aber hinter diesem Anspruch, wir sind Aufsicht, da steckt halt was anderes als ein Spruch und als eine Frau, sondern ein ganzes Machtverhältnis steckt da dahinter. Nämlich, dass das Nationen sind, die so weltweite Interessen haben, so in allen Nationen verankert sind, dass glatt andere Nationen von den Beziehungen zu diesen Nationen abhängig sind. Dass da ein Machtverhältnis existiert, auf Grundlage dessen, die sich ja, zur Aufsicht über die Welt das exekutieren können. Und dann auch, also gar nicht wirkungslos, sondern eben genau diese Beziehungen, wenn sie sagen, und jetzt an den Opfern ausgedrückt, ihr meint wohl, ihr müsst euch nicht beaufsichtigen lassen. Ihr meint wohl, ihr könnt uns unseren Machtworten entziehen. Dann zeigen wir euch, dass ihr das nicht könnt. Dann verhängen wir Sanktionen. So, das sollte die Auskunft sein. Und wenn man diese Auskunft fertig hat, man muss sie ja nicht teilen, aber man soll nicht sagen, da ist nichts gesagt worden, weil diese Auskunft ist ein Einspruch dagegen, wie er gesagt hat, mit dem Zusammenschluss, naja, wieso sollen wir denn nicht die Verhältnisse in China, in Iran, in Saudi-Arabien oder sonst wo kritisieren? Weil das wir einfach nicht stimmt. Beim einen, da redet man über eine Macht, die ihre Macht in der ganzen Welt in eine Aufsicht über andere Staaten transformiert. Jetzt bin ich ruhig. Ja, da will ich ein Argument noch dazu. Warte mal, lass mich bitte noch ein Argument dazu sagen, weil ich meine, das muss man jetzt schon noch mal anbringen, weil das nämlich genau in die Stoßrichtung geht. Es ist ja überhaupt immer noch die Frage ungeklärt von meiner Seite, auf die ich kommen wollte, ja, warum und wann macht denn eigentlich die Außenpolitik was zu einem Fall? Das hatten wir ja, gäbe es ja genug. Wann macht sie denn was zum Fall? Und da kann man das eigentlich am Iran, das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass es nämlich so ist, dass es nicht so rum ist, wie der Ethos von der Außenpolitik ist, dass die sagt, naja, das sind doch Opfer da, da werden Frauen drangsaliert, was ich nicht bestreite, die werden drangsaliert. Aber die Frau Baerbock sagt, da können wir nicht mehr wegschauen. Warum kann die Frau Baerbock im Iran nicht mehr wegschauen, aber woanders kann sie gut wegschauen? Zum Beispiel in Saudi-Arabien, wo ich meines Wissens auch ein Kopftuchgebot immer noch gilt. Warum kann sie das? Verschleierung am Ende sogar, nicht nur Kopftuch, ja. Ja, und das liegt eben an dem, wie der Iran als Staat in den außenpolitischen Verhältnissen zu Deutschland auftritt. Und da wisst ihr alle, da gibt es schon längst einen Dissens. Da gibt es nämlich einen großen Zwist in der Frage, was sich der Iran als staatliche Souveränität nicht nach innen, sondern als Regionalmacht herausnimmt, wie es mit der Frage der Bewaffnung ausschaut und dass er sich da nicht bereit ist, dem unterzuordnen, was der Westen, also die USA, Europa, NATO und damit Deutschland für den Iran als berechtigt vorgesehen haben. Dass also da
das so ist, dass die menschenrechtlich geleitete Außenpolitik an den Opfern thematisiert, dass sie mit dem Staat, der über die Opfer regiert, auf einer Ebene unzufrieden ist, die das zwischenstaatliche Verhältnis betrifft, dass die verlangt und kundtut, dass die Bedingungen, die Regeln, die sich Deutschland vorstellt für diese Weltgegenden und für die Zwecksetzungen und Zielsetzungen der kritisierten Staatsgewalt, dass diese Vorstellungen nicht genug beachtet werden. Dass da also verlangt ist und auf der Tagesordnung ist, dass sich diese kritisierten Staaten die Unterordnung, die man von ihnen erwartet, Unterordnung an die Suprematie einer westlichen Außenpolitik, dass sie sich die nicht gefallen lassen wollen. Und das ist der große Stein des Anstoßes. Ich glaube, er war zuerst und dann... Ja, also was mir im ganzen Land immer ein bisschen fehlt, ist, die Frau Baerbock fliegt ja nicht alleine über, da fliegen dann nochmal so 20, 30 Konzernchefs mit von BASF und Siemens und so weiter. Und das ist total ausgeblendet worden, das versteht man. Weil die fliegt ja nicht über, um den Feminismus irgendwo hinzutragen oder um, keine Ahnung, Demokratie nach China oder irgendwas zu tragen, sondern die fährt da rüber mit Geschäftsinteressen. Da fahren, was weiß ich, 30 Konzerne mit und die wollen da verkaufen und kaufen. Das ist so ein reines Kapitalinteresse, was da drin steckt. Natürlich ist China wichtiger Absatzmarkt. Natürlich ist China wichtiger als, was weiß ich, der Iran. Natürlich ist Saudi-Arabien wichtiger als der Iran. Oder Habeck, der dann in Katar plötzlich aufschlägt. Und Habeck in Katar sind die Menschenrechte ganz plötzlich weg. Natürlich. Das sind doch ganz massive Kapitalinteressen. Und das verstehe ich, warum das in der sozialistischen Gruppe nur ein Thema ist. Verstehe ich. Und es geht auch nicht darum, irgendwie als Oberlehrer in der Welt aufzutreten, da geht es überhaupt nicht. Da passiert ja auch nie was. Über die Uiguren wird doch in Deutschland nie geredet. Und vor den Außenministern schon zehnmal. Naja, also die Uiguren, irgendwoher kennen wir sie ja, ne? Weil darüber geredet wird. Das ist das eine. Das andere ist, es ist tatsächlich so, ich teile das nicht so, wie Sie das jetzt gesagt haben, dass man sagen muss, das ist doch alles ein Ergebnis von wirtschaftlichen Interessen. Ich will auch gar nicht bestreiten, dass in der Frage, was und wie stark man zum Fall macht, durchaus eine Rolle mitspielt, wie sehr man in Katar auf Gaslieferungen angewiesen ist. Das will ich nicht bestreiten. Aber den einfachen Kurzschluss, das sind doch die ökonomischen Interessen, die alles bestimmen. Da merkt man doch gerade bei dieser Außenpolitik, dass die einen übergeordneten Standpunkt haben, dass die nämlich den Standpunkt haben, die politischen und wirtschaftlichen Benutzungsinteressen, die sie an der Welt haben, dass sie die gegen andere Staaten geltend machen wollen. Und man dann eben, um andere Staaten sowas zu erpressen, ja auch durchaus bereit ist, wie gegen den Iran, dass Sanktionen gemacht werden, wie gegen Russland, gegen das Sanktionen gemacht werden, auf Einnahmen zu verzichten oder auf günstige Geschäftsgelegenheiten zu verzichten. Aber das ist eben eine Frage dessen, wo sich die deutsche Politik die Freiheit rausnimmt, das zu gewichten, was sie von dieser speziellen Weltgegend an deutschen Interessen und an deutschen Kalkulationen und auch an deutscher Macht und wie es mit der Macht der anderen Seite ausschaut, eben abwägt. Ja. Das ist ja jetzt, also sagen wir mal, Politik, Wissenschaften, erstes Semester, also das ist ja trivial, dass Sie jetzt gesagt haben, Leider habe ich keine Politikwissenschaften studiert. Du musst mir den Inhalt sagen. Bitte fallen Sie mich ins Wort. Du hast noch mal polemisch zu sagen. Um den netten Herrn da vorne wieder, also das, was er gesagt hat. Also was ist denn jetzt Ihr Punkt? Also ich glaube, das ist allen hier im Raum klar, dass das so ist. Aber was mache ich jetzt damit? Was war jetzt bei mir Politikwissenschaften erstes Semester? Ich habe es nicht verstanden. Ja, alles, was wir gesagt haben. Geleitet ist, dass also ich weiß nicht, das brauchen Sie mir jetzt nicht erzählen, das ist mir schon klar. Und dass eine wertegeleitete Außenpolitik trotzdem noch Außenpolitik ist, das ist auch klar. Das, also das,
Das ist jetzt keine große Erkenntnis, aber was ist jetzt Ihr Punkt? Was wollen Sie jetzt damit sagen? Gut. Erstmal das Stichwort jetzt gerade im Vergleich der ganzen Arabien, das haben Sie doch selber gebracht, regionale Macht und regionalen Konflikt. Und wenn Sie jetzt anfangen, sich eine weltgeleitete Außenpolitik abzuarbeiten, Sie beziehen es stark auf Gleichberechtigung und Feminismus und das sind alles schützenswerte und unterstützenswerte Werte. Das ist auch, das glaube ich Ihnen ungenommen und da stehe ich auch dahinter. Aber was halt im Vergleich Iran-Saudi-Arabien, wo es halt ging, das ist halt im Vergleich zum Iran, wo Saudi-Arabien halt nicht europäische und auch deutsche vitale Sicherheitsinteressen. Weil der Iran, der schraubt halt gerade sehr engagiert an der Bombe und bedroht halt die Existenz Israels und destabilisiert die Region. Und wenn wir jetzt dann eben uns die Werte in der Außenpolitik anschauen, also da, wo ich herkomme, da ist Sicherheit halt auch ein Wert. Und egal, ob es jetzt die kollektive oder die persönliche oder die nationalstaatliche ist, warum soll es denn dann also kein vertretenswerter Wert sein, der hinter Werten Gleichberechtigung zurückstehen muss? Wenn man jetzt sagt, man priorisiert jetzt vielleicht den Iran im Vergleich zu Saudi-Arabien unter der Berücksichtigung, dass die Sanktionen, die ja, wo Sie jetzt sagen, die gibt es beim Iran oder bei Saudi-Arabien nicht, die sind ja nicht erlassen worden oder die sind ja nicht verhängt worden, weil im Iran Frauen unterdrückt werden, sondern die sind erlassen worden, weil der Iran nicht ganz Atomwaffen gehalten hat, weil er terroristische Gruppen im Nahen Osten unterstützt. Die sind erlassen worden, weil Schulkinder im Iran vergiftet werden und irgendwo der Mittelteil, der glaubt jetzt nicht, dass der Iran sich nicht ans Atomabkommen gehalten hat. Es ist so, auch wenn es da anscheinend anderslautende Meinungen gibt. Also vielleicht können Sie da mal so eine Wertehierarchie irgendwie, die jetzt hier dann anscheinend vertreten, vielleicht können Sie die ja mal kurz erläutern. Dagegen wehren wir uns ja schon den ganzen Abend, dass wir nicht hier uns hergesetzt haben, um eine Wertehierarchie aufzustellen und eine Bewertung zu machen, ob der eine Staat der Gute oder der Bessere ist und für wen wir mehr oder weniger sind. Und das ja auch zu sagen, weil das mit der Nuklearbewaffnung aufgemacht wird. Ich bin doch nicht für die Nuklearbewaffnung des Iran, aber eines kann ich schon feststellen, wo Sie sagen, dass Sie aus einer Weltgegend herkommen, wo man auf Sicherheit Wert legt. In der Weltgegend wird jedenfalls schwer Wert darauf gelegt, dass der exklusive Besitz der Atomwaffen auf spezielle Nationen beschränkt bleibt, die sich von diesen Sachen mehr als genug zulegen und man den Standpunkt hat, es gibt Mächte, denen das verboten wird und auf Basis davon diplomatischer Verkehr passiert und außenpolitischer Verkehr passiert und diese Vorstellungen von den führenden Mächten, die diesen Anspruch haben, dass sich da auch weltweit dran gehalten wird. Das muss ich feststellen. Aber ist doch faktisch falsch. Der NPT ist doch tot. Schauen wir uns doch, bleiben wir doch in der Gegend. Pakistan hat Atomwaffen, Indien hat Atomwaffen, Israel hat Atomwaffen. Nur um da mal so jetzt frisch drei Staaten zu nennen, die nuklear bewaffnet sind. Der Unterschied ist doch, dass der Iran anders als die Staaten, die ich jetzt gerade genannt habe, dass der ein unberechenbarer Staat ist, der das internationale System in dem Sinne nicht anerkennt. Und wenn Sie sagen, Sie wehren sich gegen den Vorwurf der Wertehierarchie, dann, okay, dann ist es so, aber dann passt es mit Ihrer Argumentation nicht zusammen. Weil Sie priorisieren ja de facto Werte. Weil wenn Sie sagen, beim Iran werden Sanktionen erlassen, die müssten dann auch erlassen werden bei Ländern wie Saudi-Arabien, wenn man jetzt kongruent argumentieren will, weil da werden Frauen genauso unterdrückt. Dann sagen Sie doch, okay, dann zählen uns Frauenrechte offensichtlich mehr als Sicherheit, weil für den Iran sind Sanktionen nicht erlassen worden, weil da Frauen unterdrückt werden, sondern aus mehreren Gründen, die ich da gerade auch. Wir müssen jetzt langsam Schluss machen. Mach du deinen Beitrag noch und. Sie haben auch gesagt, es ist nicht das Rad, diese Werthierarchie zu machen. Sie haben in Ihrer Form nicht gesagt,
kam man die Frage auf, was sind für, also wertegeleitete Außenpolitik, müsste ich ja erstmal klären, was heißt wertegeleitet? War die Frage, was verstehen Sie unter diesen Werten? Haben Sie gesagt, ist nicht Ihre Aufgabe. Okay, aber Sie sagen, der Inhalt dieses Abends hier, dieser Veranstaltung ist ja, irgendwas finden Sie ja an dieser wertegeleiteten Außenpolitik nicht toll, nicht gut. Also Sie haben ja irgendeine Kritik, haben Sie ja daran. Das ist doch dann eine Einordnung, eine Wertung. Wenn ich was nicht toll finde, dann ist das irgendwo auch, wo ich sage, ich muss ja Punkte haben, wo ich sage, das finde ich nicht gut, das finde ich nicht in Ordnung oder das finde ich ist hier falsch priorisiert, falsch bewertet, wie auch immer. Also irgendwie, ich muss mich ein bisschen einreihen, ich verstehe nicht so ganz signalisieren Konzept, aber können das Konzept und die Er hat doch die ganze Zeit gesagt, was er will, und du hast ja gar nicht zugehört. Warum hat das kritisiert? Nein, das ist. Du hast gar nicht zugehört. Das ist, ich habe schon zugehört. Er hat zugehört und er fragt mich dauernd. Und der Witz ist, die haben mich sehr, sehr gut verstanden. Das ist gar nicht so, dass die uns gar nicht verstanden haben, sondern die haben uns sehr gut verstanden. Nur der Punkt ist, die wischen einfach alle Argumente, die wir sagen, weg mit, das brauchen wir doch. Das war jetzt sehr schön. Also du, so richtig, du hast jetzt am Schluss den Vorwurf gegenüber ihr genommen, dass die sagen würde, ach Gott, die Baerbock müsste sich doch auch in Saudi-Arabien mehr für die Frauenrechte einsetzen. Wenn sie konsequent wäre. Sie wollte eigentlich genau auf dein Argument raus, wo du sagst, das sind doch sicher, ist doch klar, du bist jetzt abgeklärt, sagst, das sind doch Sicherheitsfragen. Ach, das ist doch nicht die Frauen in Iran. Ach Gott, ach, vergessen wir mal das, klar, weil das in der Öffentlichkeit ja auch schon wieder ziemlich vergessen worden ist, diese Aufstände. Diese Parole, Frau, Leben, Freiheit, die ist vergessen, ja. Die haben die Politiker rauf und runter geblättert. Ja, vergessen wir es halt mal wieder. Und da sagst du, machen wir uns doch nichts vor, das sind Sicherheitsinteressen. Jetzt haben wir erläutern wollen, was das heißt, Sicherheitsinteressen. Nämlich, dass Deutschland sagt, wir bestimmen, was die Sicherheitsinteressen von anderen Ländern sind. Das ist doch unsere Angelegenheit, das ist doch nicht denen ihre Angelegenheit. Und da wollten wir Ausführungen dazu machen. Und du sagst halt einfach, das ist doch selbstverständlich, weil Atombombe, sind wir doch betroffen. Ja, und da muss man mal sagen, jetzt machen wir mal hier an dem Punkt Schluss, weil das hilft nicht, also das hilft wirklich nichts, wenn ich nochmal versuche, oder sie versucht zu sagen, was denn der Argumentationsgang sein sollte, was wir klar machen wollten. Nämlich negativ, dass dieses Wir von dir total verkehrt ist. Dass du mal das Subjekt ins Auge fassen musst. Das ist ein Machtsubjekt. Das hat Machtinteressen in der Welt. Dann sagst du vielleicht sogar Politologie, erstes Semester, haben wir doch da schon gelernt, schon wieder abgeklärt. Vergessen ist im Übrigen, wie ihr eingestiegen seid. Eingestiegen seid ihr mit dem, ach, ist doch klar, man muss Werte hochhalten, man muss die Menschenrechte hochhalten, sonst ist überall Chaos und da fällt der eine gegen den anderen her. Da entscheidet sich doch überhaupt, ob eine Herrschaft gut ist oder schlecht. Dann ist sie auch gar keine Herrschaft, sondern dann sind es wir alle. Ist gar keine Herrschaft. Jetzt kommst du daher mit, ach, boah, Werte, das ist doch jetzt mal, um den Schröder zu zitieren, Gedöns. Hier geht's doch um Sicherheitsinteressen, was denn sonst? Interessen geht's. Wie gesagt, wir sind an einem Punkt und deswegen, du kannst noch mal was sagen, aber ich meine, wir müssen die Debatte hier an der Stelle beenden und uns vielleicht in 4 Wochen mit kühlem Kopf nochmal zusammensetzen und sagen, okay, gut, jetzt hat man sich's nochmal überlegt.
Was war denn an der Position der anderen Seite dran? Was hat denn der im Auge gehabt, was wirklich ein Einspruch gegenüber den eigenen Überlegungen sind? Und dann diskutieren wir weiter. Aber das hilft nichts, immer wieder das Gleiche zu sagen. Einen Satz vielleicht noch dazu. Das knüpft ein bisschen an den Werner noch an, was schon zu bemerken war an der Argumentation, also an den Einwänden, dass meine Grundvoraussetzung, das ist ja auch am Anfang mal zur Sprache gebracht worden, und warum müsst ihr hier eigentlich was kritisieren? Ja, es gibt ja viel zu kritisieren, aber kann man nicht auch mal mit was zufrieden sein und sagen, es ist nicht ganz so schlimm? Das ist die ganze Prämisse ist, man sagt, im Prinzip sind doch die Verhältnisse hier in Ordnung, und dann kommt die Argumentation und sagt, mach doch mal die Werte nicht madig, die Werte sind doch gut und hier geht's besser zu wie woanders. Dann versuchen wir nachzuweisen, dass das nicht die Prämisse der Politik ist. Und anscheinend ist es uns ja ein bisschen gelungen. Weil sonst wäre ja nicht der Schwenk gekommen auf die Sache, ich argumentiere aus dem ersten Politologie-Seminar, in dem man beigebracht kriegt, dass die Staaten Sicherheitsinteressen und sonstige Interessen haben. Ist doch das glatte Gegenteil von Werten. Also sich da rauszusuchen, wie man argumentiert, das passt auch nicht gut zusammen. Aber wie gesagt, ansonsten müssen wir alle weiteren Diskussionen dann jetzt mal vertagen. Du hast das abschließende Wort. Also ich würde gerne noch antworten. Also ich finde es ein bisschen erstaunlich, einmal Sie kämpfen ein bisschen gegen einen imaginären Feind, weil es gab hier mehrere Wortbeiträge und die gingen in völlig unterschiedliche Richtungen. Das möchte ich nochmal kurz sagen. Also es gab da schon sehr unterschiedliche Argumente, die haben Sie jetzt einfach zusammengefasst mit Mut. Finde ich erstaunlich. Das Zweite ist, ich kann noch mal auf das zurückweisen, was ich vor, glaube ich, einer Stunde schon gesagt habe. Damit haben Sie ja völlig recht. Und es ist ja auch ein bisschen offensichtlich, dass es so ist. Aber was folgt jetzt daraus für mich? Weil ich kann es nur noch mal sagen, dass Außenpolitik Interessen hat, ist klar. Und dass wertegeleitete Außenpolitik immer noch hauptsächlich Interessenpolitik ist, ist auch klar. Aber was folgt jetzt daraus für mich? Was soll ich damit machen? Das habe ich bis jetzt leider nicht verstanden. Also, ich möchte nochmal darauf hinweisen, in 4 Wochen, am Donnerstag in 4 Wochen, 19.30 Uhr, wird die Veranstaltung fortgesetzt im Nachbarschaftshaus Gostenhof.